durch Worte veräppeln kannst. Ja, das geht bei mir leider nicht, mein Freund. Das geht bei mir leider nicht. Und ich bin, schau, du hast angesprochen, was ich am Anfang gemacht habe. Mach mal, wer führt Ja. darf reden. Komm, mach mal, wer führt darf reden, okay? Ja, okay, komm. Ja, Okay, okay. komm, ab jetzt. Das heißt, du darfst jetzt reden. Ja, du hast am Anfang gute Videos gemacht, aber wie gesagt, jetzt so mit dieser, ja, ich bin für Albaner. Weißt du, wie gesagt, die christlichen Albaner sind eh auch auf meiner Seite. Es geht nicht um für oder gegen Albaner, sondern es geht darum, gegen Islamisierung oder für Islamisierung zu sein. Das ist die entscheidende Frage. Und ja, da hast du halt so ein bisschen die Richtung geändert. Und das ist auch dein Problem mit mir. Und deswegen denkst du halt jetzt irgendwie, ich bin extrem oder ich würde irgendwie radikal sein oder so ein Scheiß. Weißt, und das ist das. Und allein schon, dass die Moslems dich unterstützen, zeigt mir schon, dass du abgekommen bist vom Weg. Weißt, ich meine, das ist mir schon Beweis genug so. Und das ist die Sache. Und ja, wir können auch ein bisschen diskutieren und dann wird mich meine Aufmerksamkeit aber wieder so paar Goldstücken, wie du sie immer genannt hast. Und mach so ein bisschen Zerfetzung auf TikTok. Vielen Dank, It's Me. Vielen Dank, Eugen Franz. Ja, also hat mich echt gefreut, dass es heute geklappt hat. Und vergiss Leute, nicht, das alle ist anderen natürlich. Kanäle auch zu abonnieren. Die eine Sperre geht bis 7., die andere bis 8. Und ja, dann wieder auf den Hauptaccounts. Und wie gesagt, es kostet ja nichts. Es kostet nicht, alle Accounts zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts und bekommt alles mit. Und ja, TikTok wird immer besser und besser. Wir brechen immer neuere Rekorde. Wir erreichen immer mehr Leute. Und an die Kritiker nur so viel. Guck mal. Ich schau, jetzt fange ich auch schon an mit guck mal. Ja, Katastrophe. Das sind so die Nebenwirkungen von TikTok. Ja, ich sag nie guck, sondern ich sag schau. Ja, schon wieder so, Leute, das der sind führt so auf die, jeden Fall. Lass mich reden. man muss Expertenfach, sag manchmal mal schnell. leider auch, sei doch mal leise, man muss leider manchmal auch ein bisschen so Nebenwirkungen in Kauf nehmen, ja, bei gewissen Medikamenten. Und das ist so ein bisschen bei TikTok. Die Kritiker an TikTok, schaut Leute, das sind virtuelle Kundgebungen. Sagt mir eine Plattform, wo wir so viele unserer Goldstücke argumentativ auseinandernehmen können. Ja, wir sind gegen Gewalt, wir sind gegen Hass, wir verbreiten auch keinen Hass. Ja, ich rufe auch nicht zu Hass auf oder zu Gewalt. Ich bin komplett Jetzt dagegen. Wir hängt sind der, Leute, gegen. jetzt hängt der. Leute, kommt schon, wer führt da Frieden, Leute? Wer führt da Frieden, Leute? Kommt schon, ballert, ballert, ballert. Lasst ihn nicht einmal gewinnen, diesen Islamhasser. Hängig. Hört ihr mich? Ich bin kurz gehangen, Leute. Alle gemeinsam, Leute, kommt schon. Hört man mich oder nicht? Ja, ich höre dich. Ja, warum lügst du denn? Genau. Und wie sonst erreicht man, über welche Plattform erreicht man so viele unserer Problemfälle? Und über welche Plattform kann man sie so gut entlarven? Über welche Plattform zeigen sie so offen ihr wahres Gesicht, enthüllen ihre wahre Agenda, Ja, Expert-Pater, lass mich dann leben. reden über ihre, danke Rio, reden über ihre Macht- und Eroberungsfantasien. Ja, was haben sie uns schon alles auf TikTok gesagt? Auf TikTok sind heftigere Aussagen gefallen als auf Kundgebungen. Leute, wer führt da Das. Frieden? Und das ist der große Vorteil bei dir. Vielen, vielen Dank, Rio, bester Mann, Rio. Und das ist das Gute bei TikTok. Bei YouTube, ja, ich kann YouTube und ich mache nach wie vor YouTube. Tut nicht so, ja, an die Kritiker, tut nicht so, als Ja, ob, oh, Peri, Ruhe da hört auf drüben, mich ab, Ruhe drüben auf fürs, den billigen komm. Plätzen, ja. Ruhe, jetzt hast du genug Warte. geredet. Leute, bei wer führt darf reden, müssen wir gleich am Anfang. Peri, ich küsse dein Herz, Peri G. Peri G, da genau so, schau genau so. Du wirst nicht einmal gewinnen, Irfan, du wirst nicht einmal gewinnen, ja. Du hast hier ausgedient, ja. Du redest davon, dass TikTok so eine tolle Plattform sei. Du hast hier jetzt ausgedient, du wirst nicht einmal gewinnen, mein lieber Freund. Leute, alle Also, gemeinsam, wer führt darf reden, wo Leute, alle stehen geblieben? gemeinsam. Vielen, vielen Dank. Sei mal leise. Vielen, vielen Gleich am Dank, Anfang, Jens Leute. Gleich am Müller, It's Anfang. Me und alle anderen.
Eugen Franz, ich glaube, ich muss euch auf YouTube. Ich mache nach wie vor YouTube Livestreams. Ich habe nichts bei YouTube vernachlässigt. Mittwoch 21 Uhr YouTube, Freitag 21 Uhr Freitagsbett. Das heißt, zweimal die Woche, wo ich mich allen Leuten auf YouTube widme und wo wir ein Thema behandeln, wo wir ins Detail gehen, wo ich euch die neuesten Informationen Leute, der gebe, Peter Friesen. wo ich analysiere aus meiner Sicht, wo ich euch. Leute, komm schon, wer führt da Frieden? Oh Mann, du tust mich voll ablenken, weil du mich die ganze Zeit unterbrichst. Was redest du hier über YouTube? Was machst du da, Mann? Wir machen Matches gerade. Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Alter. Argumentierst du mit mir oder mit deinen Zuschauern? Ich habe keine Ahnung. Ja, Sei wieso bin leise, ich du hier bist auch? unwichtig. Du Rechtfertige hast dich doch es. nicht. Rechtfertige dich doch nicht. Du bist auf TikTok live und Punkt. Diskutiere jetzt mit mir. Was machst du da, Mann? Ich habe keine Ahnung, was du da machst gerade hier, Fahr. Nicht lustig. Ich habe 700, 800 Zuschauer mit dir. Komm. Wir wollen Zerfetzung, Alter. Also hier von Junge, meinem Freund. Hier von meinem Freund. Die Wahrheit. ich hab dich schon so zerfetzt. Ich weiß nicht, wie viel Zerfetzung du brauchst. Oh, vielen, vielen Dank. Blitwitze! Leute, Vielen, kommt schon, vielen Leute, Dank, mein kommt schon. kroatischer Bruder. Also von den Punktezahlen schaut es eher, ich habe dich dreimal zerfetzt, aber ich will ja nichts sagen. Leute, mal drei. Leute, bei mal drei lassen wir aus 1000 Zuschauer, Leute, 1000 Zuschauer fast. Warte mal, Tesla, gilt noch die Regel, wer führt, redet oder brichst du jede Regel? Also, bitte sei still jetzt. Ja, Also, okay, passt. Mittwoch und Freitag mache ich weiter YouTube-Livestream. Und Ich dazwischen schwör's dir jetzt machen nicht. wir TikTok-Zerfetzungen. Egal, ob jetzt ein nordkoreanischer, kommunistischer, islamischer Propagandist wie Tesla Han oder Leute, der syrische Superficken. Goldstücke oder türkische oder andere, ich gehe live auf TikTok und wir nehmen alle auseinander. Wir nehmen alle Deutschland-Hasser auseinander. Alle, die gegen Österreich sind. Alle, die gegen Deutschland sind. Alle, die sich gegen die Europäer stellen Leute, und die Mann, Europäer auslöschen wollen. Die Europa islamisch erobern wollen. Und wir klären auf über die neuesten Entwicklungen. Und vor allem, und jetzt, das ist das Gute bei TikTok, es gibt direkte Diskussionen. Ja, und das macht TikTok so wertvoll. Was war so toll an den Kundgebungen? Was habt ihr da so gefeiert? Die direkte Konfrontation. Darum geht's. Die Leute, direkte kommt schon mal drei, Leute, Konfrontation mal drei, kommt schon alle gemeinsam. Wer führt da Frieden, Leute? Wer Danke, führt da Schenker. Frieden? Vielen Dank. Es bringt nichts, sich im Keller zu verstecken. Boah, wirst du Leute, mal auseinandergenommen. drei. Es bringt nichts, sich im Keller zu verstecken und, oh, ja, Islam ist böse, wir sind gegen radikale Moslems, wir sind gewalt. Nein, Leute, man muss mal drei. es Wer führt ihnen da direkt Frieden? ins Gesicht sagen. Man muss es ihnen direkt ins Gesicht sagen. Wir Leute, müssen mal drei. Wer führt da direkt. Frieden? Ja, Esko! Genau so, jetzt bist du mal ruhig, jetzt hast du genug geredet. Esko hat's gecheckt, endlich das Spiel. Experts, Partner, genau so. Ey, ey, Nur ey, 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 du Moslems hast jetzt unterstützen genug dich. geredet, ja? Nur Hallo, hallo, Migranten hallo. unterstützen dich. Team! Wahnsinn, Alter, Alter. du bist ein Hetzer, du bist Von ein welcher Hetzer, mein Seite Freund, du du bist ein Unterstützung Hetzer. bekommst, Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du sagst alle das sagt 50 schon Minuten. alles über Hey, dich wieso und redest du hiervon? uns. Ich habe mich auch an die Regeln gehalten. Jetzt bitte, bitte, komm, komm, hiervon, komm. Du bist ein Hetzer, du. Schau, du scherst alle über einen Kamm, ja? Und außerdem, du redest von Deutschen. Die Deutschen, das, was du machst, ist die Drecksarbeit der Deutschen, weil keiner der Deutschen traut sich das sagen, was du sagst. Weißt du wieso? Weil sie ihren Job dann verlieren, ja? Sie trauen sich das alles nicht sagen, ja? Weil sie nicht als Rassist abgestempelt wollen. Das heißt, du machst die Drecksarbeit für sie und als Danke. Dank dafür. Als Dank dafür weißt du, was es am Ende dann heißen Ich wird? mache Ja, der gern Ehefrau, der die darf aufhauen. Der Drecksarbeit. Ehefrau Ich darf mache aufhauen. gern Hallo, die hallo, hallo, Drecksarbeit. hallo, hallo, halt mich an die Regel, bitte, danke. Also, so schaut's aus. Ja, du machst die Drecksarbeit für ihn und letzten Endes wirst du auch als Ausländer abgestempelt. Also letzten Endes, du sagst, ich habe mich gedreht, ja. Ich habe nie was gegen Islam gehabt. Ich habe nie was gegen Islam gehabt. Ich habe Videos gemacht von Leuten, die Oh sich Islam mein reißen, aber Gott. den Islam habe Oh ich nie mein kritisiert, so wie du. Gott. Den Islam habe ich nie kritisiert, so Oh wie du. mein Leute, Gott, wie aufpassen. Letzten peinlich 20 du Sekunden, bist. Leute, aufpassen. Komm, Letzten Leute, auf 20 vor die Sekunden. Er 18 verliert das Sekunden. vierte Mal, Leute. Sag dir mal, ob er Junge. den deutschen Pass hat. Ich glaube Danke schon, dass ihr jetzt. verhasst den deutschen Pass. Ja, habe ich. Ich habe den deutschen Pass. Komm, Leute, auf vor die Jagd. Okay. Wann hast du ihn bekommen? Als ich Fragt jemand. 12. Als ich 12. Okay, also 12. Alles klar, alles klar. Ich habe den österreichischen Pass seit Geburt. Also,
Wir fahren, du hast Ja das vierte klar, Mal verloren. Wo sind deine Supporter, frage ich mich. als nordkoreanischer Agent hast du natürlich mehrere Pässe. Ich bin ein Den nordkoreanischer Agent. Übrigens, übrigens. nordkoreanischen hast du wo versteckt? Esko, der Don, ich küsse dein Herz. Wie bitte? Was küsst du noch von Esko für Geld? Hey. Sei mal leise hier, ja? Nur weil du keine Supporter gerade hast, brauchst dich nicht bei mir ärgern, dass ich Supporter habe, ja? Genau das, Saddam Spremni. Was sagst du zu Saddam Spremni? Ich sag, bin Albanier. Küss einmal diese Flagge hier, von weil du verloren hast. Küss einmal diese Flagge, komm. Komm, küss sie, komm. Ich meine, das ist sogar deine Herkunft, Irfan. Das ist sogar deine Herkunft. Meine Güte, was soll man mit dir machen, Irfan? Leute, aufpassen, wer führt darf reden, Leute? Wer führt darf reden, Leute? Alle Leute, aufpassen, mein Herr. Aufholjagd. Aufholjagd, Leute. Keine Aufholung, Leute, alle gemeinsam, Leute, aufpassen. Das ist dein Mach mal Vater hier. Marschi und Tesla hat sein Vater. du bist so lustig. Du bist fast so lustig, dass man fast lachen könnte hiervon, aber letzten Endes dann doch nicht. Leute, alle gemeinsam, Leute, alle tippen. Lasst ihn Runde für Runde verlieren, Leute. Lasst ihn Runde für Runde verlieren, Leute. Alle gemeinsam. Aber ich, Irfan, wieso hast du, du musst nicht darauf antworten, das ist eine rhetorische Frage, wieso hast du diesen Hass in dir? Wieso hast du eigentlich diesen Hass in dir? Was ist bitte passiert in deiner Vergangenheit, dass du diesen Hass die ganze Zeit mit dir trägst? Oh mein Gott, so traurig, die ganze Zeit Hass zu verbreiten. Mit einem Stürzenberger noch dazu, mit einem Stürzenberger, der ja absolut, ich schwör's dir, der wirkt mir mental ein bisschen labil. Du bist in Führung übrigens. Echt? Okay, dann sei Ja, aber leise gleich jetzt. nicht mehr. Es geht nicht nur um die Deutschen, sondern es geht allgemein um die weißen Europäer, um die Balkanchristen, es geht um die Kroaten, um die Esko, genau, Serben, und jetzt um wieder die von Griechen. Danke, Nuno. Jetzt wieder Ruhe, Esko, der Don, ich küsse dein Herz, Leute. Alle Herz, Esko, der Don. Schau, nicht mal deine eigenen Zuschauer wollen dich reden hören, deswegen supporten die nicht, ja? Nicht einmal deine eigenen Zuschauer wollen dich reden hören. Hey, nur der führt, darf Musik anmachen, ja? Mach die Musik aus. Wieso macht jetzt serbische Propaganda-Lieder? Ey, schau, der hier von der ist so neu, Leute. Kommt schon, lass ihn nicht ein Wort reden, ja? Ich sehen ja, Leute. An alle muslimischen Zuschauer, die der Irfan, die normal leben, die normal arbeiten, die normal Steuern zahlen, die normal leben, die Irfan über den Kamm gesperrt hat, alle mal tippen, Leute, alle mal tippen, die der Irfan einfach nicht korrekterweise alle über denselben Kamm geschert hat, ja, alle mal tippen, Leute, alle mal tippen. Leute, aufpassen, sie kommen! So, jetzt halt endlich dein nordkoreanischen Mund. Also Leute, es geht nicht nur um die Deutschen, es geht allgemein um alle Europäer. Schaut euch an, wie der Balkan islamisiert wurde. Schaut euch an, wie die bosnischen Christen Moslems geworden sind. Schaut euch an, wie die Albaner Moslems geworden sind und jetzt zufrieden sind, ja, und so sein wollen wie ihre muslimischen Ja, Herren. Esko, Ja, sie wurden komplett, ihre und wieder Kultur Ruhe, wurde danke komplett schön, danke schön. ausgelöscht und mit der islamischen ersetzt. Wollt ihr auch, dass eure Kultur mit der Ey, islamischen ersetzt die Albaner, die haben nichts dagegen gegen den Islam. Du willst denen einreden, dass sie den Islam bekämpfen wollen. Die Albaner selber, ich war in Albanien, die Albaner selber, ja, die leben damit. Ja, fuck, ich bin wieder hinten. so sehr leise. Die leben damit. Hört ihr, das sind Opportunisten wie Tesla Hahn. Die machen sich's, sie gewöhnen sich an jede Situation, Danke in schön. jeder Situation und machen das Beste draus, weil sie keinen Glauben haben, weil sie keine Kultur haben, weil sie nichts haben, an das sie sich festhalten können, sondern sie schauen nur, wo ist es für mich am besten, was ist in meinem Sinne, was ist in meinem Vorteil, was ist in meinem Danke, Interesse. Expert. Danke. Das ist das Ey, Einzige, was jetzt sie wieder aus. interessiert. Esko, der Don, Nichts danke anderes. schön. Danke schön, Esko. Von Hallo, der hallo, Dauer hallo, von hallo, 20 hallo. Sekunden. Was heißt, Albaner haben keine Kultur? Wie kommst du darauf? Warte, das ist albanische Kultur. Die haben eine Kultur. Was redest du da? Das da ist albanische Kultur.
Na was? Wieso lachst du? Wieso lachst du über albanische Kultur? Albaner haben genauso eine Kultur. Komm, Leute, zwei Ich Sekunden, weiß eine nicht, ich weiß Sekunde. nicht, was du willst. Rilo und Dankeschön. Leute, aufpassen! Snipe! Leute, nein! Ja! Oh, ja! Sauber! Wow! Ei, bester Mann, ei! Bester Na, du Mann, schau gewinnst um mich ihn an. 20 Punkte, Schau gewinnt mich er, ihn an. Alter. 20 Punte. Blake kennt keine Elira. Ja, er weiß gar nichts, aber er redet einfach. Er redet einfach. Was redest Schau. du? Es geht darum, es geht darum, es geht um die richtige Kultur, nicht so eine arabische, türkische Kultur wie die bosnischen Moslems, die eine arabisch-türkische Kultur angenommen haben, oder albanische Moslems, die eine arabisch-türkische Kultur angenommen haben. Ja, das Das ist ist einfach nur Athen. peinlich, das ist Verrat am eigenen, ja, die ihren Glauben geändert haben, die ihre Kultur angepasst haben, ja, die ihre Mentalität angepasst haben, die ihre Frauen verhüllen. Hey, sie verhüllen ihre Frauen, nur weil irgendein Leute, lasst Araber mich vor reden, Leute, lasst mich reden. 1400 Jahren, vor 1400 Jahren sie befolgen, ey, ihr müsst mal überlegen, stolze europäische Völker. Ja, ehemals Serben und Kroaten und heutige Moslems, albanische Moslems, bosnische Moslems, Sandschak-Moslems, die ihre Frauen verhüllen, weil irgendein Araber vor 1400 Jahren in der Wüste das so verordnet hat. Sie folgen den Worten von irgendeinem Araber, der vor 1400 Jahren irgendeinen Blödsinn erzählt hat, der auf einem Machttrip war, der einen Staat gegründet hat, der nur Krieg geführt hat, der eigenhändig Menschen ermordet hat, der andere Leute, ermorden das geht auf ließ, jeden. der eine Neunjährige, der mit einer Neunjährigen geschlafen hat. Diesen Menschen, auf diesen Menschen hört ihr. Ihr verratet Jesus Christus, ihr verratet den Glauben, ihr verratet euer Volk, eure Tradition für irgendeinen Araber, der vor 1400 Jahren gelebt hat. Ihr ersetzt den Glauben und alles, was Leute, eure lass mich Vorfahren reden. aufgebaut haben und verteidigt haben mit ihrem Leben, ersetzt ihr mit den Gesetzen eines Arabers aus der Wüste, der mit einer Neunjährigen geschlafen hat. Schämt ihr euch nicht? Wie könnt ihr überhaupt in den Spiegel schauen und sagen, ich bin stolzer Moslem, ja, so Musliman und so weiter. Das ist peinlich. Das ist Leute, peinlich, Mann. Ihr seid lass mich Europäer. reden. Ihr seid keine Araber aus der Wüste. Das ist nicht eure Religion, Mann. Es ist einfach nur peinlich, wenn blonde, blauäugige Bosnier oder auch Albaner oder Sandschak anfangen, Arabisch zu reden und Merhaba, Leute, das wird doch. Salamu alaikum und diese ganzen Sachen. Ey, ist es euch nicht peinlich, so unterworfen zu Oh, sein Ruhe, und das Ruhe, du so hast genug offen gesagt. Rilon, ich auszusprechen? küsse dein Herz, Dankeschön. Ruhe jetzt, du hast genug Danke, gesagt, Nomina. ja. Das will ja keiner hören, diese Propaganda hier. Wie du Hass verbreitest. Ganz ehrlich. Ja, verdammt, Leute, dieser Jay Danke, ist wieder da. Benny. Leute, aufpassen, Leute, aufpassen. Sein Fangirl ist wieder da, ja. Als ob die Danke, christliche Benny. Religion irgendwie besser wäre. So, kommt schon weiter, weiter, weiter. Und wer ihr droht, der bekommt es mit mir zu tun. Nur mal so Ja, nebenbei. Wenn ihr diese ein Jenny. Problem habt, Leute, dann kommt kommt zu schon. mir. Wer führt auf jeden? Ja, Wer führt auf komm, jeden? geht nicht zu meinen Unterstützern, ihr feigen Hyänen, wie Hyänen. So, kommt zu mir, wenn ihr ein Problem habt. Ich sag alles. Wenn ihr ein Problem habt, dann kommt zu mir. Ja, und seid Deine nicht so Unterstützer fokussiert. supporten Seid deine nicht. Worte. Ist Sei ja mal nicht so, als leise, ob das Mann. irgendwie. Sei leise, Kim Jong-il. Dann hört auf, Frauen zu belästigen oder Frauen zu bedrohen hier. Wie erbärmlich muss man sein, um Frauen zu bedrohen, Alter? Glaubt ihr, seid Männer, wenn ihr Frauen bedroht? Zurück Leute, zum das sind Thema. Affen, Leute, das sind Affen. Wenn wir uns nicht wehren, wenn wir uns nicht wehren gegen den politischen Islam, gegen den radikalen Islam, gegen die Islamisierung, dann werden wir ersetzt werden, wie alle anderen, die islamisiert wurden und ersetzt wurden. Schaut euch, was aus den einstolzen Persern wurde. Die Perser, das war eine Hochkultur, das war ein stolzes Volk. Und was machen sie jetzt? Laufen mit Turban rum, verhüllen ihre Frauen in schwarzer Burka, ja, und reden hier, beten auf Arabisch, folgen einem Araber. Und all das ist Verrat an der einstigen Hochkultur der Perser. Gott sei Dank gibt es da ein Erwachen und immer mehr, gerade Iraner, treten aus dem Islam und werden Christen oder treten einfach nur aus dem Islam aus, was schon an sich ein sehr, sehr guter Schritt ist. Vielen Dank, Nelson, vielen Dank, Rio. Kommt Und schon. genau das. Und
verlasst euch nicht drauf. Glaubt mir, diese Leute waren auch, hatten auch eine Hochkultur, weil manche sagen, ja, aber das ist doch so unrealistisch, dass wir Deutsche islamisiert haben. Und das ist dann, das geht in ein, zwei Generationen kann das passieren. Danke, Armin. Ein, zwei Generationen und die Kultur ist futsch, der Glaube ist futsch, das Volk ist futsch. Ja, es wird dann nur noch Vermischung geben. Vielen Dank, Jelka. 3 Sekunden, klarer Sieg. Danke, Leute, ihr seid die Besten. Wir machen nicht mehr lange, dann nehmen wir irgendwelche Leute dann dran. Ja, wir machen nicht zu lange, weil diese er hat nicht so viel Doppelmoral, Alter, diese Aufmerksamkeit Doppelmoral, die ihr da habt. Ja. verdient. Ich rede schon viel zu viel mit dir. Ich sollte dir überhaupt nicht so Leute, viel kommt schon, Aufmerksamkeit. Leute. Danach machen wir das Alle Ganze. Wir Tippe, machen Leute, alle Tippe, hier, macht die Aufmerksamkeit, ja. ich nutze die Zeit, um ein paar wichtige Punkte zu erklären und danach mal gehen wir dann in die offene Diskussion. Also Leute, das geht schneller als ihr seht doch jetzt schon in der deutschen Jugend. Mashallah, Inshallah, Wallah Brudi und so weiter. Sie Leute, passen sich Forschung jetzt machen wir, schon brauchen an, sie Forschung. passen sich jetzt schon an und haben islamische Begriffe in die deutsche Sprache übernommen. Hallo. Wie schlimm, ey, das Volk der Dichter und Denker, die schöne deutsche Sprache wird verunglimpft, wird verschmutzt und vermüllt mit Leute, irgendwelchen es ist wer führt nach komischen Frieden, Alter. Ich Begriffen, kann die der nichts sagen, deutschen wenn er Sprache führt. fremd Leute, sind. kommt schon. Das ist peinlich. Und daran sehen wir schon, an der Sprache erkennen wir die Islamisierung. Immer mehr islamische Begriffe fließen in die deutsche Sprache rein. Schaut euch die deutsche Jugend an. Entweder, ein großer Teil ist entweder hier auf dem Okay, was LGBTQ-Trip, sind das ja, denn? LGBTQ-Trip, Globo-Homo-Agenda. Ein anderer Teil ist linksextremistisch, kommunistisch. Ein anderer Teil Bitte nicht über, danke. Danke, 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 kommt schon, wer führt nach imitiert Frieden? muslimische Migranten nach. Ja, sie kleiden sich wie sie, sie reden wie sie. Ja, sie machen sich auch Wuschelkopffrisur und so weiter. Ahmen sie nach. Voilà, Brudi. Vielen Dank, Jenny. Beste Frau, Jenny. Vielen, vielen Kommt Dank. schon, wer Sie führt nach ahmen Frieden, sie nach Leute? im Verhalten, in der Leute, Redensweise. wer Sie führt nach Frieden, übernehmen Leute? sogar Kommt die schon. Mentalität. Seid doch mal leise, Mann. Sie übernehmen sogar die Mentalität und was weiß ich was. Ja, sowas ist peinlich. Wir müssen, diese Jugend muss sich zurückbesinnen auf ihre Herkunft, was sie als Volk sind, auf ihre Tradition. Ja, bitte hört auf, irgendwelche komischen nahöstlichen Völker mit dem großen deutschen Volk zu vergleichen. Dasselbe gilt für Egal, danke Österreicher schön. und für alle anderen Europäer. Auch die Ich Franzosen schalte sind mal ein stumm. großes Hey, Volk. Irgendwann schalte ich mal stumm, komm. Warum? Nein, ich schalte dich nicht stumm. Sei leise einfach und hör zu, vielleicht lernst du was. Vielen Dank, Armin. Auch die Kroaten Leute, sind kommt ein schon, alle großes gemeinsam, Leute, alle gemeinsam. Lasst ihn auseinandernehmen, Leute. Lasst ihn auseinandernehmen, wenn wir seine Propaganda. Schalt nicht stumm, Mann. Schalt nicht stumm einfach. Wie? Warum, Mann? Alle gemeinsam, Leute. Lasst ihn auseinandernehmen, Leute. Wie Kommt schon, ich schalte kann ich seine mich stumm, du Propaganda nicht mehr hören, Nordkoreaner? Leute. Alle gemeinsam, Leute. Alle gemeinsam. Ja? Ach so, jetzt. Oh, endlich jetzt. Nicht dieses Scheiß. Alle gemeinsam, Leute. Tippen, 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 tippen. So, jetzt werden ein paar wichtige Punkte angesprochen. Es geht auch nicht nur um reinen deutschen Nationalismus. Die Franzosen sind ein großartiges Volk. Die Italiener, die Spanier, die Engländer, die Kroaten, die Serben, die Griechen. Ja, das sind alles großartige Völker, aber das gilt es auch zu bewahren. Das alles hilft nicht, wenn wir überrannt werden und islamisiert werden. Und im Islam ist die Eroberung fremder Kulturen von Anfang an schon in der Religion angelegt. Mohammed hat sich mit nichts anderem beschäftigt, außer Eroberung, Ausdehnung des islamischen Staates, Aufbau einer Armee. Ja, und genau deswegen hat er die Juden angegriffen, hat er die arabischen Nichtmuslime angegriffen, die Perser hat er angegriffen, die Römer hat er angegriffen, weil diese Religion von Anfang an darauf ausgelegt ist, auf Expansion eine Stadt errichten und dieser Staat muss sich dann ausdehnen. Und sie haben es immer die ganze Geschichte hindurch immer weiter und weiter und weiter geführt, immer nur bis sie mit Gewalt quasi gestoppt wurden. Ja, in Spanien, bis auf den Balkan und so weiter. Und soweit
muss es nicht kommen und so weit darf es nicht kommen. Und deswegen müssen wir dieser Gewalt, dieser Aggression die ideologische Grundlage entziehen. Und die ideologische Grundlage dieser Ideologie ist die sogenannte Religion des Islams, die von Mohammed vor 1400 Jahren gegründet wurde. Zurück zur Islamisierung. Wie gesagt, man erkennt die Islamisierung in der Sprache. Man sieht sie in der deutschen Jugend, ja, die größtenteils auch nicht mehr deutsch ist. Ja, 10 Sekunden noch. Man sieht die Islamisierung in den Schulen. Schaut euch mal, was in den Schulen los ist. Ja, 3, 2, 1. Vielen, vielen Dank, Leute. Noch ein Sieg. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Jetzt, was? Leute, kommt schon, alle gemeinsam, Leute, alle gemeinsam, Leute, alle Hey, wir gemeinsam. kehren wieder zurück. Ich will dich nicht stumm schalten. Dann kann ich gleich allerdings gehen. Das Was muss willst du schon hier eine fahren? Diskussion werden. Ich habe Ja. gesagt, ich brauche dich nicht die ganze Zeit stumm schalten. Diese Regel Ja. gilt. Wer redet? Na, dann lassen wir das mit der Fürth reden. Meine Leute verstehen das anscheinend nicht. Oder wie willst du Doch, das der machen? Miami möchte live gehen. Kein Bock. Schau mir Welches nachher. in Miami, ja. Leute, kommt Mach schon, noch lasst ihn uns bis. auseinandernehmen. Herr Irfan, ich find, du bist Danke, von Gabriele. deiner Ansicht, hast du sehr einen Tunnelblick, finde ich. Du hast zu sehr einen Tunnelblick du musst einmal dein Blickfeld ein bisschen weiter öffnen, dann geht vielleicht mehr. Die Leute schreiben mir ganze Zeit, was PC heißen soll. Irfan, hörst du mich? So, ja, ich höre dich. Bist du für die Serben oder für die Albaner? Ich bin für die nicht-islamisierten, für die Nicht-Muslime. Was? So, also ich führe und ich darf reden. Die Islamisierung sehen wir auch in der Heimat von Tesla Hahn, ja, in seinem Geburtsland, nämlich Österreich. Schaut euch mal Wien an. Man merkt die Islamisierung in Wien immer stärker. Wien mutiert immer mehr zu einer versifften deutschen Großstadt. Ja, genau denselben Müll, was wir in Deutschland sehen, sehen wir immer mehr in Wien. Schaut euch mal Donauinsel an und so weiter. Ja, es ist schon wieder komplett überfremdet, auch im ersten Bezirk am Stephansdom. Überall lauern nur irgendwelche, ja, jugendliche Banden an jeder Ecke. Und stören einfach nur. Ja, allein ihr Anblick stört schon. Dazu kommt ihr asoziales Verhalten. Du hast so Angst vor Islam. Ich habe überhaupt keine Angst vor Islam, Mann. So, Ich war Ruhe, ich bin in selbst Führung, ich bin in Führung, Ruhe einmal, Ruhe einmal. Moslem. Ich habe Hallo, hallo, überhaupt hallo. keine Angst vor dem Leute, Islam, wer Mann. führt da Frieden? Der Sondern verdammte ich Alter. entlarve den Islam als das. Danke, Ei. Vielen Dank, Jenny. Ich habe überhaupt keine Angst. Schau mal, ich fürchte euch null. Ich fürchte euch 0,0. Ja, und ihr seid Feiglinge. Ihr habt so ein großes Maul. Wie viele von euch? Leute, wer führt da Tausende haben Frieden? mir gedroht. Tausende haben mir gedroht und keiner von euch Kleinen, Punkt, 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 hat sich auch jemals getraut, zu einer Kundgebung zu kommen, um mir nur eines dieser grauen Haare zu zupfen. Ja, nicht mal das konntet ihr. Konntet mir nicht mal hier, nicht mal am Kragen konntet mich anfassen. Nichts konntet ihr machen, weil ihr Labermäuler seid. Ihr seid nur in der Masse. Gegen mich könnt ihr gar nichts machen. Ihr könnt nur labern. Ihr könnt jetzt zu Hause sitzen, nur tippen, anonym und so. Aber nur Nein, mit auch vor Polizeischutz. Polizei, hinter Leute, kommt schon, Polizei. kommt schon, Nein, kommt auch schon. ohne Polizeischutz. Es waren Wer führt so da viele Frieden? Situationen, so viele Situationen. Die Polizei ist da und dann kommt von den üblich Verdächtigen. Du wirst sehen, nach der Kundgebung, warte ab. Und die Polizei zieht ab. Und ich stehe da und gehe an diesen Leuten vorbei. Und das Einzige, was ich von diesen Leuten sehe, ist das hier. So. Wer führt da Schaut Frieden, auf Leute? den Boden! Schaut auf den Boden! Die Feiglinge drohen während der Kundgebung, weil sie sehen, Polizei ist da. So typisch. Kennst du es ja? Ich habe mal ein Video gesehen. So zwei Hunde sind zwischen einem Gitter und bellen so aggressiv aufeinander. Und auf einmal zieht das Gitter zieht sich weg und
Der eine Hund macht dann gar nichts, der so viel gebellt hat. Und genau so seid Alle ihr. mal durchfolgen, Leute, das wird nach Original oben. seid ihr so. Original seid ihr so. Ihr seht, Polizei ist dazwischen. Ja, so in dem Sinn, Bruder, halt mich, ich will was machen, halt mich. Aber ihr macht gar nichts, Mann. Gar nichts. Weil ich euch auseinandernehme, auch körperlich. Körperlich habt ihr keine Chance, Mann. Gar nichts. Nichts könnt ihr. Argumentativ sowieso seid ihr nicht auf meinem Niveau. Geistig seid ihr 30 nicht auf Sekunden, meinem Leute. Niveau. Kommt schon, wer Nicht mal führt das Leben? körperlich Lasst seid ihr auf mich meinem Niveau. leben! Nichts seid ihr auf meinem Niveau. Nicht mal Boxen. Sogar ich biete euch Boxkampf an. Keiner von euch traut sich. Es hat sich bislang kein Moslem gefunden, der sich in einen Ring traut, mit mir zu steigen. Weil er weiß, im Ring kann er nicht Messer ziehen. Im Ring kann er nicht zehn Glaubensgeschwister mit sich holen und so weiter. Nichts Leute, seid ihr, kommt Mann. und zeigt, Nichts zeigt, zeigt, seid zeigt, ihr. zeigt. Gar nichts seid ihr. Danke, Lars. Vielen Dank, Lars. So, letztes Match und danach offene Diskussion, Tesla. Okay, passt. War offene Diskussion. Vielleicht machen wir später nochmal oder sowas, aber machen wir noch eins und dann muss ich ein bisschen Kommt zerfetzen. schon, letzte Runde, Leute. Alle gemeinsam tippen, Leute. Letzte Runde. Komm, letzte Runde muss letzter Sieg. Gib mir noch 5 Minuten Zeit, die 5 Minuten zu nutzen und wieder unsere Gegner zu demoralisieren. Ja, sie Leute, wieder kommt schon, letzte Runde. Wer führt da hin, Leute? Alle gemeinsam. geistig zu vergewaltigen. Ah, du bist so Nichts lustig. könnt ihr. Nichts könnt ihr. Ihr habt Angst. Ihr traut euch in Gruppe. In Boxring habt ihr keine Leute. Ich hatte die Situation in Stuttgart sogar. In Stuttgart hatte ich die Situation, dass ich mit einem Syrer körperlich in einer Konfrontation, in eine Konfrontation gekommen bin. Und es ist damit Leute, geendet, wer dass führt er das am Leben? Boden lag, dass er am Boden lag und ich auf ihn drauf. Alles im legalen Rahmen. Er hat mich angegriffen und schnell lag er am Boden, ich auf ihn drauf. Alle Gegenüber quickly, mehrere Leute, seiner wer führt das Syrer, Leben? die mir davor noch gedroht haben, hier, Kopf abschneiden, du wirst sehen, du wirst sehen. Ich war auf ihm drauf und habe ihn festgehalten und gegenüber auf der anderen Seite mehrere Syrer, die nur so geschaut Leute, haben. kommt schon, wer führt das Das Leben, sieht Leute? man schon. Ihr traut euch gar nichts. Hätte er mich überwältigt und wäre ich am Boden gelegen, dann wären sie gekommen und hätten sich getraut, auf mich einzutreten. Lasst mit, Leute, wer führt Sonst das Leben? gar nichts. Als er am Boden war, nichts haben sie sich getraut. Leute, lasst euch nicht einschüchtern, Mann. Jeder stabile Deutsche und Österreicher auf dem Land ist jedem Migranten körperlich, jeden muslimischen, nahöstlichen Migranten, jeden Afro-Araber-Migranten Oh, Leute, körperlich mal zwei Leute, wer führt da überlegen. Frieden, Leute, wer Sie führt da können Frieden? euch nichts, nichts. Nur, was müsst ihr machen? Eure Angst überwinden. Nicht einschüchtern lassen von Hyänen. Ihr kennt Überloten, das Verhalten von Hyänen. Hyänen in der Gruppe lauern und wenn sie sehen, das Leute, die Opfer kommen schreit, einfach dann nicht mehr kommen sie fliegen. alle Leute, über sechs ihn, Knoten. zerfleischen ihn und sonst gar nichts. Und dann verziehen sie sich wieder. Und das ist das. Manche Menschen haben das Verhalten oder gewisse Gruppen haben das Verhalten wie Hyänen. Fünf Rosen, Leute, fünf Rosen. Ja, körperlich überlegen, jeden einzelnen von euch. Kein einziger von euch großen Gangstern und bla bla, die so große Töne gespuckt haben, hat sich jemals getraut, irgendwas zu machen. Ihr könnt nichts machen. Nichts könnt ihr. Und deswegen habt ihr so einen Hass. Ich wäre auch frustriert an eurer Stelle. An eurer Stelle wäre ich auch frustriert. Danke, Lars. Deswegen. Liebe Deutsche, liebe Österreicher, liebe Europäer, Kroaten, Serben. Kroaten und Leute, Serben kommt wissen das schon! sowieso. Kroaten und Serben lassen sich nichts gefallen, Mann. Sobald es irgendwo Vergewaltigungen gibt, Kroaten bilden sofort Gruppen, junge Männer und sind bereit, ihre Frauen zu verteidigen. Deutsche lassen sich alles gefallen, aber Sie Deutsche sind lassen ja ein sich Witz, gar nichts ja. gefallen. Die Serben Deutschen auch. lassen sich Sobald alles man. gefallen. Wieso dürfen sie sich in ihrem Land Sei austoben? leise, Sie müssen Mann! sich zu einem Ausländer an dich wenden, Sei ja? leise, ich führe. Die Deutschen lassen sich nicht länger was gefallen. Jetzt noch. Der Staat, weißt du warum? Sobald die Deutschen sich wehren, kommt der Staat und greift die Deutschen an. Und das ist anders in Serbien Ja? und Kroatien. Das ist der Haben Sie ihn Grund. selber reingewählt? Ich habe den Balkan sehr gut verstanden. Du hast ihn nicht verstanden und nicht mehr lange Leute, werde ich kommt dir auf schon, der wer führt Balkan das hin? sein. Lass mich doch ein bisschen reden, ja? Ja, ich führe aber. Ja, überall, sobald irgendwo Migranten eine Frau vergewaltigen oder belästigen, sofort bilden sich starke junge Serben oder Kroaten oder andere, je nach Volk,
und sind bereit, ihr Volk zu verteidigen, sind bereit, Ihr seid ein Recht und Wahnsinn, Mann. Ordnung Der zu kommt führen. schon. Alles im legalen Rahmen. Ja, alles im Recht. Adelisa, sei leise, geh weit, bleib du in deinem Novi Pazar mit den ganzen muslimischen, türkischen Bauern, mit den Türken auf Wisch bestellt. Wenn ihr sehen wollt, wie Türken auf Wischbestellung ausschauen, dann geht nach Novi Pazar. Dort seht ihr dann Türken auf Wisch bestellt. Ovoje Turska, ovoje Turska. Packt eure türkischen Trikots aus und zieht sie an. Ja, oder bittet um Asyl. Leute, letzte Runde kommt schon. Euren großen Erdogan, der euch nicht mal haben will. Ja? Beantragt doch, geht raus aus diesem schönen Land Serbien und beantragt Asyl in der Türkei. Mal schauen, ob sie euch empfangen werden. Ob sie euch aufnehmen werden. Eure türkischen Brüder. Ja. Also labert nicht groß von eurem hier, bla bla, sind alles nur bla bla, Mann. Und das ist so schön, das macht Spaß hier auf TikTok euch zu entlarven, damit die Deutschen und alle anderen sehen, wie nichts dahinter ist einfach. Nichts dahinter. Danke, Jenny. Sauber, letzte Match wurdest du zerlegt, auseinandergenommen. Du hast keine Chance, mach mich nicht, klau nicht meine Zeit. Ja, so, jetzt machen wir offene Diskussion. Ja, Kurden, schau, Kurden bewerte ich unterschiedlich. Kurden, die zum Beispiel, die sich wehren gegen IS, ja, die sich wehren gegen radikale, gewaltbereite Moslems und so weiter, zum Beispiel wie die Kurden, die IS bekämpft haben und so weiter. Das sind stabile Kurden, das sind gute Kurden. Aber jetzt, wenn du mich fragst, ein sunnitischer, kurdischer Moslem aus Nordirak, ja, der mehr zu den Arabern und mehr zu den anderen hält als zu seinen kurdischen Geschwistern, ja, solche Kurden sind halt auch, kannst du auch wegschmeißen, ja. Kurden, sich gegen Islamisierung wehren und sich gegen den IS wehren und ihr Volk beschützen und so weiter, das sind stabile Kurden, ja. Genauso Verräter und Überläufer auch unter den Kurden. So, Abu Muawiya. Wollte nur eins sagen, Sanjak auf die Eins. Was? Sanjak auf die Eins. Was, Sanjak auf die Eins? Was? Was heißt das? Ja, da habt ihr eine geistreiche muslimische Wortmeldung. Sanjak auf die Eins. Also, diese ehemals osmanische Provinz Sanjak ist eine Region in Südserbien, wo ich auch geboren bin, ja, die sich nur darüber definiert, dass sie mal osmanisch war, dass sie von den netten, vergewaltigenden und mordenden Invasoren islamisiert wurde. Darauf sind sie stolz. Sie wären gern Türken. Manche von ihnen behaupten sogar, Türken zu sein. Ihr seid Serben. Serben seid ihr. Ja? Euer Urgroßvater war irgendein Miloš, irgendein Dragan, irgendein Jovan. Ja? Und ihr habt nur den Namen geändert oder... Manche haben sich natürlich auch vermischt, wahrscheinlich auch mit den Türken. Und das ist der Punkt. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt über eure Herkunft, dann schaut bei Vegerald Belkason vorbei. Ja, und ihr seid nur, eure ganze Identität besteht daraus, die Türken nachzuahmen, Türken zu sein. Was gibt's bitte? Ich bin geboren in Novi Pazar. Was gibt's da? Was gibt's da? Türkische Flaggen, Erdogan-Porträts. Frauen in Burka, Männer mit langen, ungepflegte Männer in langen Bärten. Was gibt's da bitte? Wieso? Ihr lebt doch, fast alle aus Sanjak leben in der Diaspora. Wenn's so toll ist in Novi Pazar, warum lebt ihr nicht dort? Warum lebt ihr in Frankfurt, in München, in Berlin, in Wien, in Graz und überall anders, nur nicht in eurem geliebten Sanjak, Sanjak? Wieso lebt ihr denn nicht dort? Dann geht doch dorthin leben, wenn es so toll ist. Ah, es gibt keine Arbeit, gefällt euch nicht, ist schöner in Deutschland. Dann hört auf, schlecht über Deutschland zu reden und über die Deutschen und auf so Pseudopatrioten zu tun, Mann. Nur weil ihr einmal im Jahr mit eurem Leasing-Auto runterfährt und mit deutschen Kennzeichen paar Weiber beeindrucken und mit euren Euros da rumschmeißt. Das ist peinlich, Mann. Euer Verhalten ist peinlich. Sanjak ist weder ein eigenes Volk,
Es sind nur islamisierte Serben, sonst gar nichts. Weder ein eigenes Volk, noch habt ihr einen eigenen Staat. Das ist serbisches Gebiet mit serbischen Polizisten, serbischen Behörden und so weiter. Ja? Der serbische Staat kann machen, was er will dort, ja, weil es sein Gebiet ist. Also bitte hört mir auf, aus Sandžak so eine Großmacht zu machen. Ihr seid nicht mal unabhängig, Alter. Sandžak ist nicht mal unabhängig. Serbische Gesetze regieren dort, bestimmen dort. Ja, Moscheen könnt ihr machen, ja, gut. Aber sonst habt ihr gar nichts. So, einer schreibt, Sandžak ist das älteste Land in Europa. Sandžak ist das älteste Europe, Berlin-Kongress. 1878 wurde Sandžak als ältestes Nation auf dem Berliner Kongress. Und er beschimpft mich als Zigeuner. Zigeuner? Gerade in Novi Pazar gibt es doch Ziganska Mahalla, ein ganzer Viertel, wo nur Zigeuner leben. Also, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt gegen Zigeuner hast. Es leben tausende Zigeuner in Novi Pazar, ja? Die sehen sich auch als Sandžak-Leute, als Pazarci und so weiter. Was hast du jetzt, wieso benutzt du den Begriff Zigeuner als Beleidigung, ja? Ältestes Volk, bitte sag mir eine Sache, die ihr hervorgebracht habt. Schau mal, muslimische Bosnier kritisieren mich und sagen, du sagst nie was über Sandžak, du redest immer nur über uns Bosnier schlecht. Okay, jetzt rede ich auch Klartext über Sandžak. Erstens stimmt nicht, weil Bosnier sind einfach viel, viel mehr und ja, ich folge dir, Miami. Bosnier sind viel, viel mehr und Bosnier arbeiten einfach viel mehr an der Islamisierung als die Sandžak-Leute. Deswegen habe ich sie ein bisschen fein. Bitte, was ist der Export von Sandžak? Soll ich euch das sagen, was der Export ist? Baustellenarbeiter. Und diese Baustellenarbeiter bestehen, also ich sag mal so andersrum. Jeder Sandžak-Typ, der eine Baustellenfirma in Deutschland oder Österreich hat, fast jeder von ihnen saß mal im Knast wegen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Sozialhilfebetrug, bla bla bla. Das ist eure Leistung. Also ich kenne keine positive Sachen. Und du sagst, weil ich bin brutal ehrlich, auch wenn ich dort geboren bin und so weiter, ich sehe mich nicht als zu diesem künstlichen, erfundenen Sandžak-Volk zugehörig. Ja, aber ich bin brutal ehrlich und sag, wie es ist. Ja, die Sandžak-Leute kennt man nur in der Kriminalität, in der organisierten Kriminalität, dass sie gefährlich sind, schnell schießen, so von der Mentalität her, wie die Tschetschenen drauf sind. Und als auf dem Bau, ja, im Baugewerbe und dort fallen sie halt auf mit Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und deswegen sitzt eigentlich jeder zweite Sandžak-Baustellenchef mal hinter Gitter. Und auf was seid ihr jetzt stolz? Was? Novi Pazar, was gibt's da? In 2 Minuten bin ich durch die ganze Stadt spaziert. Was gibt's da? Ja, gute Cevape gibt's, okay. Es gibt gute Cevape, schön. Und jetzt? Pita, ja, Pita, okay, gebe ich auch zu. Pita ist auch nicht schlecht. So, jetzt holen wir mal ein paar Leute rein. Danke, Leontine. Komm, ihr könnt ruhig schreiben. Ihr Sandžak seid alle ehemalige Albaner vor der Islamisierung. Ja, muss man auch sagen, ja, stimmt. Viele Sandžak-Leute sind ursprünglich Albaner, das stimmt. Ja, hier schreibt einer, ich kann es nicht wiederholen, aber er, F. Punkt, jedem seine serbische Mutter. Da sieht man schon. Das ist auch das Verhalten von solchen Sandžak-Kindern, so türkische Wischkopien, sind türkische Wischkopien. Ihr seht, sie reden extrem abfällig, hauptsächlich über Serben, aber auch über Kroaten und über alle anderen Nicht-Muslime auf dem Balkan, ja. Sie reden abfällig über alle anderen Nicht-Muslime auf dem Balkan.
Das zeigt schon ihre Aggression und ihr Gewaltpotenzial. Hallo Hallo. Stefan. Hallo? Hallo Stefan. Ja, man hört dich. Assalamu alaikum. Ich bin kein Moslem. Ich war auch kein Moslem, aber ich bin zum Islam konvertiert. Ja, aber du darfst ein Nicht-Moslem nicht mit Salam Aleikum. Das ist ein islamischer Gruß nur für Moslems. Ich bin kein Moslem, deswegen kannst du dir den Gruß Okay, sparen. ich wusste das nicht. Ich bin ja erst vor kurzem Moslem. Ja, mein Beileid. Dein Leben wird ab jetzt zu einer Katastrophe. Warum? Und das war die schlechteste Entscheidung deines Lebens, die du bitter bereuen wirst, entweder im Leben oder wenn du stirbst danach. Und ab jetzt kommt eine Katastrophe nach der anderen, Aber du mein musst das Beileid. verstehen, die Tschetschenen nehme ich jetzt ernst. Was? Die Tschetschenen in meiner Klasse, die nehme ich jetzt ernst, die verarschen mich nicht mehr, verstehst du? Okay, Stefan, aber ist es der richtige Weg, sich den, die dich mobben und zusammenschlagen und so weiter, dass du sich ihnen unterwirfst, indem du ihre Religion annimmst und das eigene verrätst? Ja, aber verstehst du, die haben immer so einen Nackenklatscher gegeben, ne? Und jetzt nehme ich auf einmal ernst. Jetzt bin ich auf einmal Bruder. Weißt du, was ich Jetzt meine? akzeptieren sie dich als Bruder. Ja. Da Jetzt kriege seht ihr ich es, keinen Leute. Nackenklatscher, jetzt kriege ich Siehst du? Schulterklatscher, Digga. Siehst du? Da seht ihr es, Leute. Genau das ist das klassische Beispiel, von dem ich spreche. Was Ja, ein denn? Deutscher oder ist er? Du bist Deutscher, oder? Ja. Ja, der gemobbt wird, der geschlagen wird und so weiter, nicht ernst genommen wird und dann tritt er über zum Gegner und wird dann akzeptiert. Ja, wie ein Überläufer im Krieg, der auf die andere Seite geht. Oh, schau, jetzt gehöre ich zu Ihnen. Stefan, der richtige Weg ist, die Tschetschenen würden dich auch ernst nehmen, wenn du Stefan bleibst, wenn du Christ bleibst, wenn du Deutscher bleibst. Und anfängst zu trainieren und es mit ihnen aufnehmen kannst. Und wenn dir einer einen Nackenklatscher von den Tschetschenen gibt, dann gibst du ihm zwei Nackenklatscher zurück. Dann nehmen sie dich auch ernst. Ja, aber Du ich musst nicht traue mich Moslem nicht. werden, dass sie dich ernst nehmen. Was? Ich traue mich nicht. Überwind deine scheiße Angst, Mann. Überwind dich einfach. Vor was traust du dich nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe Angst. Überwind deine Angst. Vor was hast du Angst? Nichts kann dir passieren. Außer, was kann dir passieren, Mann? Ja, ich kann mich wehtun. Und dann? Dann tust du dir weh. Und was ist dann? Ja, im Islam habe ich verstanden, was Bruderschaft ist. Stefan, schreib mich an und du kriegst private Therapiestunde. Das ist extrem anstrengend mit dir. Also, Stefan, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Das benötigt private Therapiestunde von mehreren Stunden, dass ich ihn von seinen Ängsten und so weiter befreie und ihn ein bisschen erkläre, wie er seine Angst überwinden kann und um kein tschetschenischer Sklave oder muslimischer Sklave zu sein. Aber das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich schade und das ist wirklich traurig. Und genau das ist die Realität. Seht ihr, dass Deutsche zum Islam konvertieren, nur damit sie nicht Schläge von Tschetschenen bekommen. Ja? Und sie sind so voll Angst, dass sie aus Angst zum Islam konvertieren. Seht ihr, wie weit es mit der Islamisierung ist, dass aus Angst, dass unsere Jugendlichen aus Angst zum Islam konvertieren, damit sie von den muslimischen Schlägertrupps und möchtegern Gangstern akzeptiert werden. Das ist wirklich traurig und das sollte vielen zum Nachdenken bringen. Ich werde ihm helfen, ich werde ihm schreiben und ich werde ihm helfen, aber manche Sachen soll man nicht gleich direkt öffentlich alles. Mikael. Hallo? Hallo. Ja, hallo? Ja, hallo, man hört dich. Ja, wie geht's? Ja. Gut, was gibt's? Eigentlich nichts. Ich wollte nur fragen, wieso du so gegen den Islam bist. Hast du zugehört, dann hättest du schon ein paar Gründe gehört, warum ich gegen den Ja, Islam die bin. Gründe stimmen aber nicht. Die Stimmen, die was stimmt nicht? Komm, sag, was stimmt nicht? Ja, erzähl mir doch, komm.
Sag mir Ich doch. erzähle dir gar nichts. Ich habe geredet und ich habe 500 Gründe genannt. Und wenn das für dich keinen Sinn macht, dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Ja, nur weil du gegen den Islam bist, Digga, wer so zuhören, okay? Warum hast du so eine Piepsstimme? Darf ich nicht, oder was? Ja, aber warum hast du so eine hohe Stimme, als wärst du, keine Ahnung, wie alt bist du? Ich bin 14. 14. Afghane. Nein, Türke, aber wieso, was willst du machen? Türken. Ja. Ah, nichts, Junge. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ist auch gut so. Ist auch gut. Wenn jetzt mit denen redet, dann werden die sagen, oh, du redest mit Kindern, du traust dich nur mit Kindern. Später vielleicht auch, wenn ich will noch ein paar Diskussionen hier machen. Hallo Ahmed. Moin, Hallöchen. Du Was gibt's? meintest doch, du bist kein, also du siehst dich nicht als Sandjaki, als was siehst du dich an, als Serbe, oder? Du So. bist diesen Staat. Also guck, meine Mutter, die ist aus Bosnien, aus Bihać. Und mein Vater ist aus Sandjak, ich sehe mich eher als Sandjak, also nicht als Bosnier. Ja, okay, Bosnien ist wieder was anderes, aber auch Bosnier sind auch letztendlich nichts anderes außer islamisierte Serben oder Kroaten. Und die Nein, Bosnier, von mir sei nein. Bosnier, aber die Bosnier waren katholisch, Mann. Das waren Christen früher. Nein, da sieht man, Waren du kennst sie keine nicht aus. Bosnier. Und sie waren Bogomils. Die Oh, hör mir auf mit deinem katholische Kirche. Bogomil-Märchen. Bitte hör mir auf mit deinem Bogomil-Märchen. Das haben wir Die schon tausendmal katholische Kirche sah sie durchgehabt. als Heretiker. Die katholische Kirche sah sie als Bosnier Heretiker. waren nie Bogomilen und auch diese ganze Bogomilen, das ist ein muslimisches Märchen, damit sie nicht zugeben müssen, dass sie Christen waren. Bitte hör mir auf mit diesen Es Märchen. gibt doch sogar Statuen, Bruder. Es gibt sogar. Das Nein, wurde hör, informier bewiesen. dich, okay, Ahmed. Informier dich, wer König Tvrtko war und so weiter. Ich kann jetzt nicht Geschichtsnachhilfeunterricht hier dir vor allen Leuten geben. Wir wollen hier verschiedene Diskussionen machen, die Sinn machen und keine Geschichtsstunde. Moin. Hallo. Was geht? Nichts, was gibt's? Nichts. Bist du Christ oder was? Okay, ciao. Also merkt ihr, wenn ich euch reinhole, müsst ihr sofort loslegen und sofort, um was es geht. Was? Kein Smalltalk, das Smalltalk-Kennenlernphase überspringen wir ein bisschen. Wir gehen direkt rein Hallo? in das. Hallo. Ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört dich. Okay. Also ich würde gerne nochmal von gerade eben zu der Thematik Sanja kommen. Das stimmt nicht. Wir sind keine islamisierten Serben. Da so sehe ich mich persönlich nicht. Ich sehe mich nicht als islamisierter Serbe. Wir sind ethnisch gesehen Bosniaken. Das ist ganz einfach gesagt. Wir sind ethnisch gesehen Bosniaken und da sehe ich auch keine Differenzierung. Ich will nicht als Serbe identifiziert werden. Und das war ich auch noch nie und werde ich auch nie sein. Ist das abwertend, Serbe, für dich? Ist das was Ja, Negatives? Tatsache, was die in meinem Volk angetan haben, das ist sehr abwertend, ja. Was haben sie deinem Volk angetan? Was sie uns Bosniaken angetan haben? Nein, den Sandjak-Leuten, du bist ja aus Sandjak. Ja, aber ich sehe mich selber als Bosniake, ich gehöre zu diesem Volk dazu. Und das ist absolut ehrenlos, was die uns angetan haben. Warte. Was bist du? Es gibt doch nur Bosnien. Was ist jetzt, Ich bin Dings, was? eine Seite von, also Mutterseite aus Sandjak, Vaterseite halb Sandjak, halb Bosnien. So. Und deswegen, ich sehe mich irgendwie als beides. Ich bin Bosniake aus Sandjak. Und ich gehöre zu diesem Volk dazu. Das ist mein Stolz, zu diesem Volk dazu zu gehören. Und deswegen mag ich die Serben nicht und akzeptiere ich die auch nicht. Auf was bist du stolz?
auf mein Volk, auf das bosniakische Volk. Was haben die geleistet? Was gibt es da so für Glanzleistungen des nicht existenten bosniakischen Volkes? Was? Ach so, erklär mal, wieso wir nicht existent sind. Baklava, was auf was seid ihr? Ja, auf was bist du ganz bosniakisch stolz? Was erklär mal, warum wir nicht existent sind. Weil kein Historiker das bestätigen, wie einer richtig gesagt hat, Bosniaken gibt es seit 1993. Ja, das ist eine Erfindung. Es gibt so ein Volk. Nein, das stimmt nicht. Und es gibt schon länger die. Es gibt so einen Staat nicht, es gibt keine spezielle bosniakische Kultur, es gibt keine bosniakische Sprache, selbst von der DNA und so weiter. Es gibt keine Eigenständigkeit. Die Eigenständigkeit als Volk ist nicht erkennbar einfach. Natürlich. Und Bosniaken gibt es nicht erst seit 1990. Das ist die erste Sache und es gibt schon länger. Ich will nur mal gesagt haben, weil du gerade eben auch die Thematik Twirtko angesprochen hast. Er hat nie von sich aus gesagt, dass er Serbe sei, dass er Kroate sei. Twirtko hat gesagt, dass er Bosnier ist, katholischer Bosnier. Ja. Und ja, deswegen, Mann, unser Volk gibt es auch schon so lange. Die Bosniake. Nein, bitte lass mich ausreden. Ich war noch nicht fertig. Lass mich bitte ausreden. Und zwar, Bosniake definiere ich in dem Sinne. Wir sind nicht nur Moslems, wir Bosniaken sind nicht nur Moslems, die Christen, die damals in Bosnien gelebt haben, Kraljevina Bosna, haben sich auch Bosniaci genannt, das ist ganz einfach. Und unser Volk gibt es deswegen auch nicht seit 1990 erst. Okay, also kommen wir dazu. Schau mal, Twirtko war meiner Meinung nach, beziehungsweise man streitet sich, war er Kroate oder Serbe, die Kroaten beanspruchen ihn für sich, die Serben beanspruchen ihn für sich. Was auf jeden Fall nicht war, war das, was du gesagt hast. Schau mal, wegen, dass du sagst, er hat sich nicht als Kroate oder Serbe oder sowas gesehen. Natürlich gab es damals Bosnien, das Königreich Bosnien als Eigenständigkeit. Ich würde es so ein bisschen vergleichen wie zum Beispiel mit Österreich. Ja? Ein Österreicher wird auch nicht sagen, ja, ich bin Deutscher, sondern sagen, ich bin Österreicher. Aber ursprünglich ist es dasselbe Volk und genauso als Vergleich jetzt mit Twirtko und Bosnien. Und jetzt lassen wir mal diese ethnischen Sachen. Fakt ist, und da sieht man, wie falsch du liegst, hat Twirtko nicht gegen die Osmanen gekämpft am Amselfeld und die Osmanen und die damaligen bosnischen Christen, die gestorben sind, die lieber gestorben sind, als dass die Moslems werden und gegen sie gekämpft haben mit ihren serbischen Brüdern, mit ihren kroatischen Brüdern, mit ihren albanischen christlichen Brüdern. Und ihr als Moslems und als Überläufer habt die Frechheit, König Twirtko für euch zu beanspruchen, ihr Überläufer. Ich beanspruche König Twirtko nicht für, ich beanspruche ihn nicht für den Islam. Ich beanspruche ihn für das Volk von Bosnien, weil die Osmanen haben gegen König Twirtko gekämpft. Das weiß ich auch. Ich sag auch, es sind wirklich nicht alles, was die Osmanen zu uns gebracht haben, war jetzt wirklich 100% positiv. Auf jeden Fall nicht. Aber deren Religion behältst du trotzdem. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Warum nicht? Natürlich. Gib mir ein vernünftiges Argument, wieso. Nein, gib mir ein vernünftiges Argument, wieso ich meine Religion wechseln sollte. Ich gebe dir zwei vernünftige Argumente. Okay, jetzt bin ich gespannt. Auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal rein menschlich. Wenn jemand zu mir nach Hause kommt, meine Frau vergewaltigt, Tochter vergewaltigt, mir alles raubt, mich demütigt und erniedrigt, dann werde ich nicht diese Religion dieses Einbrechers annehmen. Und genau das waren die Osmanen auf dem Balkan und nichts anderes. Rein aus als Mann, als Mensch, als ehrenvoller Mensch ist es komplett falsch, als ein Balkanbewohner oder Angehöriger eines Balkanvolks Moslem zu sein. Erstens das, aus diesen Gründen, lass mich aus. Der zweite Grund ist auf rein theologischer Ebene, und dazu schaut ihr einfach mal meinen YouTube-Kanal an, in dem ich in vielen, vielen Stunden, wahrscheinlich in über 100 Stunden oder hunderten Stunden zeige, was für eine schwachsinnige Religion der Islam ist und warum der Islam unmöglich von Gott sein kann. Voller Widersprüche, voller Gewalt, voller Irrsinnigkeiten und so weiter.
Also auf diesen zwei Ebenen, aus diesen zwei Gründen hauptsächlich, ja. Zu der Vergewaltigungssache, willst, also ich hoffe, ich habe das falsch verstanden. Willst du damit jetzt jedem Moslem ansprechen, dass jeder Moslem ein Vergewaltiger ist, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das war ein Beispiel in Bezug auf die Invasion der Osmanen, die eingefallen sind mit Gewalt und vergewaltigt haben, geraubt haben, Kinder geraubt haben und so weiter. Haben wir schon tausendmal durch, das weißt du doch. Ja, aber gut, was die osmanischen Sultane damals gemacht haben, was können wir heutigen bosniakischen Muslime dafür, was die Osmanen damals gemacht haben, die osmanischen Sultane? Da können wir ja nichts. Der damalige Islam ist anders als der Islam von vor 200, 300 Jahren. Der damalige Islam ist nicht anders als der Islam. Der Islam, das ist derselbe Islam und hanefitische Rechtsschule und so weiter. Der Islam auf dem Balkan ist genau diese, entspricht genau dieser Form des Islams, den die Türken gebracht haben. Bisschen sufistisch, du hast sufistische Einflüsse von den Osmanen, du hast die Angehörige, allerdings die hanefitische Rechtsschule, die am stärksten verbreitet ist. Das ist original eigentlich der Islam. Plus noch, dass jetzt ein zusätzlicher, noch radikalerer Islam auf den Balkan gekommen ist, durch die Wahhabiten oder Salafisten, je nachdem, wie man sie nennen will. Das hast du ja jetzt auch noch auf dem Balkan zusätzlich, eine noch radikalere Islamversion. Das ist der originale Islam, wie damals. Radikaler kann man jetzt nicht sagen, der Islam auf dem Balkan. Der Islam auf dem Balkan heute wird anders gelebt als damals, als die Osmanen damals gekommen sind. Das ist auf jeden Fall klar. Und dazu noch, wieso wir Moslems auf dem Balkan so, wie soll man sagen, so energisch ist das falsche Wort, wieso wir so gläubig mit unserem Islam umgehen, ist einfach, weil wir drei islamische Mehrheitsstaaten auf dem Balkan in ganz Europa haben und wir wollen das einfach beibehalten, dass Welche drei? Bosnien 52% islamisch, Kosovo über 50% islamisch, Albanien über 50% islamisch. Das sind islamische Mehrheiten im Land. So. Und darauf sind wir stolz, dass wir diese drei Staaten, Albanien, Kosovo und Bosnien, Was hast haben. du mit Albanien zu tun? Albanien war nie Teil von Jugoslawien oder sonst was. Nein, Was aber ich ist sage, dass das ein Staat mit Mehrheit islamischem der Glaubens Präsident? ist. Ist der albanische Präsident Edi Rama Moslem? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich befasse mich mit Albanien nicht. Trotzdem leben in Albanien mehr Moslems. Du hast Albanien erwähnt und der albanische Präsident ist kein Moslem, sondern Christ. Gut. Und die albanischen, vielleicht sind sie zahlenmäßig mehr, aber der christliche Einfluss ist stärker und der islamische Einfluss in Albanien ist gleich null. Und Bosnien-Herzegowina, weißt du ganz genau, dass in den bosnischen Landtagen, ja, da gibt es Mehrheit Muslime, aber in der Herzegowina mehrheitlich katholische Christen und in Republika Srpska mehrheitlich orthodoxe Serben. Also ihr habt nur eine Mehrheit auf eurem Gebiet, nicht Republika Srpska und auch nicht in der Auf Herzegowina. ganz Bosnien Das heißt, gesehen haben wir eine islamische Mehrheit, auf jeden Fall. extrem knapp und wird euch auch nicht helfen im Ernstfall und hat euch im Ernstfall nichts geholfen. Trotzdem habt ihr abgekackt im Krieg und hättet Nein, ohnehin haben wir nichts. nicht. Wir sind unabhängig geworden. Wir haben unser Ziel erreicht. Nur durch die NATO und die Hilfe durch den USA, euch hätte es heute nicht mehr gegeben. Ihr wärt heute in der Türkei. In der Ach so, Türkei und wären dass wir. die Serben nach Russland gerannt sind, und bei Russland gebettelt haben, das ist dann wieder eine andere Sache im Krieg, oder wie? Russland hat so gut wie überhaupt nicht Serben Ja, bestimmt. unterstützt. Ein paar russische Söldner oder sowas sind gekommen. Wie viele tausende Araber, Türken, Pakistaner und so weiter sind zu den bosnischen Moslems gekommen und haben sie unterstützt im Krieg? Diese Republika Srpska, die würde, also heutzutage, hätte die NATO sich mit dem Dayton-Vertrag länger Zeit gelassen, hätte es diesen Dayton-Vertrag nicht so früh gegeben, würde es die Republika Srpska heute auch nicht geben. Das ist ein Fakt. Also, ich kann dir auch, wenn du möchtest, ich kann dir auch ganz gerne Junge, sagen, wieso das so ist. Wir waren, Junge. wir, folgendes, wir waren, was heißt wir, die bosnische Armee, die Armija BiH, die war zwei
Nee, doch 2,5 Kilometer ungefähr von Banja Lukas Vorort entfernt. Die Städte waren leer, die Serben haben sich zurückgezogen, da waren nur an den Stadtgrenzen noch Soldaten. Da wären wir durchgebrochen und wir waren kurz davor, Banja Luka wegzuhauen. Das ist ganz einfach, das ist ein Fakt und deswegen sage ich auch, dass es ohne diesen Dayton-Vertrag hätte die NATO sich maximum 2, 3 Monate länger Zeit gelassen, damit würde es die RS heute nicht geben. Ich sage dir noch einmal, und jeder, der sich auskennt, weiß es, ihr habt abgekackt gegen die Kroaten in Krajina, Herzegowina, überall. Die Kroaten haben gespielt mit euch. Ihr seid kleine Kinder im Vergleich zu den Kroaten. Gegen die Serben hattet ihr überhaupt keine Chance. Ihr konntet nur, weißt du, was eure Lösung, was eure Rettung war? War nur heulen. Schau, was sie mit uns gemacht haben. Bill Clinton. Clinton, hilf uns, bitte, Clinton, hilf uns, saudischer König, hilf uns, wir sind auch Moslems. Das hat euch den Arsch gerettet, Mann. Ansonsten wäre heute Balkan komplett christlich und du würdest in Anatolien auf ein paar Ziegen würdest du aufpassen und wärst Schafshirte dort. Oder dein Vater, beziehungsweise. Konntet gar nichts, Mann, gegen die Kroaten und Serben hätten euch ausgelöscht, Mann. Ihr wart nichts, nichts, null, gar nichts. Wann checkst du das? Schau dir doch mal Dokus darüber an, Mann. Erst die Deutschen und so weiter, dann mit über diese moralisierende Schiene. Oh, wir dürfen nicht zulassen, die armen Moslems, wir müssen das hindern und komplett einseitig und falsch. Ja, haben nur über diese Opfer geredet und dann ist die NATO gekommen und dann musste man das akzeptieren. Ihr wärt total abgekackt, Alter. Ihr seid nicht so große Kämpfer, wie ihr immer tut. Die Kroaten und Serben sind viel patriotischer, viel größere Kämpfer, haben viel mehr Herz, haben mehr Disziplin, sind bessere Soldaten, bessere Kämpfer, organisierter, intelligenter. Ihr habt keine Chance, Mann. Das ist einfach so. Das musst du akzeptieren. Das sage ich nicht aus Hass oder sonst was. Das sind Fakten. Das ist die Realität. Du musst dich nur mit dem Krieg auseinandersetzen. Dass die, also die Serben, ich weiß nicht, was du an, dass die Serben mit Herz kämpfen, weißt, aber ich finde, ein Völkermord von 8.300 Menschen in Srebrenica zu begehen, das hat nichts mit Herz zu tun. Das hat absolut nichts mit Herz zu tun. Genau das meine ich ja. Das ist euer Ass im Ärmel, den ihr immer zieht. Oh, ich weiß nicht weiter. Ass im Ärmel. Das ist euer Ass im Ärmel, den ihr immer zieht. Ass im Ärmel, ach so. Srebrenica, don't forget, remember. Das ist das. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Ihr könnt nur darauf verweisen und die Opferkarte, die Opferrolle einnehmen. Die Kroaten haben auch ihre Massaker. Es gab auch Massaker an Kroaten, es gab auch Massaker an Serben. Aber keiner kann das so geschickt und raffiniert wie die heulenden Bosniaken, Bosnier und allgemein. Das ist so wahrscheinlich so eine islamische Art, ja, so eine Dings, so diese Heul-Dings. So, wenn man überlegen ist, dann kennt man kein Erbarmen und nutzt die komplette Stärke aus. Aber wenn man am Verlieren ist, dann, oh, wir sind so arm. Wir brauchen Geld. Und bis heute lebt ihr nur von der Opferrolle. Geld von EU, Geld von hier, der muss sich entschuldigen, der soll auf die Knie fallen und so weiter. Es läuft nur über die Opferschiene. Das ist, so kennt man euch, so ist es einfach. Egal, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, das ist eine Sache, die man trotzdem nicht vergessen darf. Das ist ein Völkermord, der an uns vergangen wurde, an unser Volk. Das ist... Also da gibt es keine Verschönigung von wegen, ja, die haben mit Herz gekämpft. Das, also ich will uns nicht da rausreden. Wir haben auch Kriegsverbrechen auf jeden Fall gemacht, aber nicht in diesem Ausmaß. Die NATO wusste genau, was da abgeht in Srebrenica. Die sind nicht eingegriffen, die haben gar nichts gemacht. Die haben zugeguckt. Und jetzt soll ich dir Geld schicken? Willst du jetzt 100 Rosen, weil du Angehöriger eines Opfervolkes bist? Was willst du jetzt von mir? Bin ich mitschuldig? Was willst du jetzt von mir?
Nein, aber ich finde es dann dreist von dir, dass du sagst, dass die Serben mit, wie soll man sagen, mit Herz gekämpft haben. Das stimmt nicht. Die haben, da, haben die nicht. Wenn ich sage, haben mit Herz gekämpft, dann meine ich dort, wo man gekämpft hat. Ich meine nicht Srebrenica oder irgendein Vergehen an Zivilisten. Das ist für mich nicht mit Herz gekämpft. Ja, und sowas unterstütze ich natürlich auch nicht, sondern ich rede allgemein betrachtet, insgesamt gesehen mit Herz gekämpft. Das meine ich. Okay, alles klar. Hat mich gefreut. Alles Gute dir. Ciao. Ganz kurz, eine Minute, ich muss mir nur was zum Trinken holen und so weiter. Mein Mund ist ein bisschen trocken und gleich geht's weiter. Danke euch für all den Support, danke euch für eure Unterstützung. Gleich geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Sei gegrüßt, mein Bester. Hi, Ich weiß nicht, was hier als Thema ist, ob Politik oder allgemeines Thema ist. Ich bin gerade rein. das ist die falsche Frage. Mit diesem Kommentar fliegt man bei mir sofort raus. Zeit ist kostbar. Wir verschwenden keine Zeit hier. Direkt Diskussion oder tschüss, tschüss. Was sage ich zur Scharia? Unter meinem Fuß ist die Scharia.
Salam alaikum. Bini, Bini, merhaba Bini. Hallo Irfan, alles gut? Gut, gut, dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Mir geht's sehr gut, Alhamdulillah. Bruder, ich komme direkt zum Thema. Ich weiß, du würdest da hier kritisiert. Ich weiß, du bist angeblicher Hetzer und du wirst dies machen und das machen und bla bla bla. Mag sein, aber ich sag dir nur eines. Wirklich, vom Herzen aus. Nimm lieber Frieden an, wie dass man einfach gewisse Leute, wo auch erstens keine Ahnung haben, mit Politik oder Geschichte zu tun haben, gar nicht damit beschäftigen. Weil du tust dir erstens selber den Schaden an und zweitens, Hetzen über gewisse, nicht nur Religionen, über andere Länder, wo auch selber du keine Ahnung hast, schadet auch einem selbst. Und so wie ich auch sehe, du befährst dich sehr viel mit Religion, was auch einerseits schön ist. Aber ich sage mir wieder zu diesen Leuten wie du zum Beispiel immer eines, lebe du selber vorbildlich, damit die anderen aus ihren Fehlern auch selber lernen. Ja, das versuche ich und das tue ich. Ja, aber mach's aber auf provokante Art und Weise. Was ist schlecht an Provokation? Manchmal ist doch das gut, Provokation. Ist doch nicht immer schlecht, oder? Was willst du damit erreichen dann? Was gut ist oder eher, dass die Leute nach deiner Meinung nach sich ändern sollen, so was wie du denkst? Das Gute? Nein, nein. Was Gutes will ich, ja. Okay. Also wenn ich jetzt Moslem bin und ich bete fünfmal am Tag und dann sagst du, das machst du zwar für dich, aber ist nichts Gutes. Das bewerte ich nicht, wie oft jemand betet oder sonst was. Das interessiert mich nicht, das bewerte ich nicht. Mir geht es um andere Aspekte, um Themen und Punkte und Aspekte, die schädlich sind für Europa. Okay. Warum gehst du nicht in die Politik wenn rein? Wenn ihr in jedem Dorf eine Moschee bauen müsst. Ja. Ja. Was? Müssen, was heißt muss? Wenn ihr in jedem Dorf eine Moschee bauen müsst. Ja, ja, ihr macht es ja, anscheinend müsst ihr. In Rheinland-Pfalz, in Germersheim gehen die sogar von der DITIB auf die Straße und demonstrieren und jammern und beschweren sich, warum sie dort nicht eine Moschee, wie sie es geplant haben, bauen können, obwohl es schon 1000 DITIB-Moscheen allein in Deutschland gibt. Okay, das warum? Zum Beispiel. Okay. Aber christliche Kirchen, da sage ich mal, darf auch gebaut werden, oder? Oder christliche Gemeinschaften. Ist das ein christliches Land oder habt ihr das schon erobert wie Konstantinopel oder von welchem Land reden wir hier? Also ich sag mal, also mir ist nicht wichtig, ich als Moslem ist mir es eigentlich relativ egal, ob ich jetzt ein Land erobere oder ich eher meine Religion problemlos, sage ich mal, leben darf oder so, ausüben darf. Ah, du kannst beide Rollen. Gell? Mal, wenn es passt, dann bist du auch mal der Eroberer. Und wenn du die Freiheit bekommst, dann machst du auch die Islamisierung durch friedliche Mittel. Und hast du jetzt ernsthaft Kirchen mit Moscheen in Deutschland gleichgestellt? Ja, weil du ja sagst, es kann nicht sein, dass ihr immer Moscheen bauen oder gebaut wird, ne? Und das alles andere sollte man akzeptiert werden. Ne? Ich sag mal so, Moscheen müssen nicht gebaut werden. Aber wenn ich in dem Land lebe, wo es heißt Kultur, Religion und Demokratie ist in einem hier Freiheit. Was hat Moscheen mit Kultur zu tun? Einiges. Was zum Beispiel? Ja, alles. Alles, was ich erlebe mit meiner Religion, ist auch meine Kultur. Weil du sagst ja einige sagen ja zum Beispiel, die Osmanen waren ja nicht nur die Türken, sondern da war auch die Bosnier, da waren auch ein Teil Grieche, ein Kurde, ein Araber, ein Libanese, Palästina und dies und das. So. Verräter aus allen Völkern waren da, ja. Also steckt von jedem etwas, auch meine Kultur mit deiner Kultur. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bunny, dass wir das abkürzen. Deutschland ist ein christlich geprägtes Land, welches schon tausende Kirchen hat. Ihr könnt froh sein, wenn euch die Moschee bewilligt wird, weil ihr seid in einem anderen Land, welches christlich geprägt ist. Genauso wie ich nicht Kirchen in der Türkei mit den Moscheen dort gleich. Ich kann nicht nach Saudi-Arabien sagen, hey, wir bauen jetzt hier Kirchen, ihr habt auch hier eure Moscheen. Was ist das für ein anmaßendes, dreistes Verhalten, sowas zu fordern und das mit Kirchen gleichzusetzen, eure Moscheebauten?
Ja, natürlich. Wenn in der Türkei mindestens einem Jahr fast der Erdogan 30 Kirchen eröffnet hat, selbst restauriert hat, dann ist doch auch mein Recht hier in Deutschland, wenn die Türken oder die Moslems auch ein Moschee hier bekommen und das auch bewilligt werden 30 sollte. Kirchen, ich sag dir mal was. 30 Kirchen. 30 Kirchen für die ehemals christliche Türkei ist gar nichts, Alter. 30 Kirchen werden jeden, 30 Moscheen werden jeden Monat in Deutschland irgendwo gebaut. 30 Moscheen gibt es in einem Teil von Kreuzberg vielleicht. 30 Moscheen gibt es vielleicht in ganz Wedding. Ja, 30 Moscheen gibt es in was weiß ich was. Das ist, wie gesagt, 30 Moscheen werden alle 2 Wochen in Deutschland gebaut. Und du redest mir davon, dass Erdogan in der ganzen Türkei, ein Riesenland, welches christlich war und von Moslems gewaltsam erobert wurde, dass die restauriert wurden, willst du jetzt als gute Tat und als Toleranz von Erdogan auslegen? Verstehe ich das richtig? Nee, ich mache dieses Beispiel, weil du ja sagst, hier werden zu viele Nein, du Moscheen bist gebaut. katastrophal Dann schlimm. sage ich, nein, dann sage ich, aber in Türkei, in einem islamischen Land, ja, wo 100% islamisch ist, sage ich mal, wird auch Ist nicht Kirchen gebaut, 100% wo viele islamisch. das nicht wissen. Selbst du nicht, weil du ja sagst, ja, 30 Stück, aber hier werden, weiß ich nicht, gebaut. Also da siehst du, dass die Mehrheit für den Islam ist. Und warum? Weil wir einfach zu viele hier Migranten haben in einem Land. Das sind nicht nur Türken. Gewaltsam, weil ihr die Türkei gewaltsam erobert habt. Deswegen gibt es jetzt eine türkische Nein, Mehrheit. gewaltsam nicht. Gewaltsam, natürlich, Gewalt passiert Was überall, hat wenn man was will. Fatih Sultan Mehmet gemacht in Konstanz? Hat er gesagt, hallo Christen, wir wollen eure Stadt friedlich erobern? Und die Christen haben gesagt, ja, hier sind die Schlüssel, hier hast du es. War das keine gewaltsame Eroberung Konstantinopels? Ja, so genau nicht eigentlich. Aber gut, du hast jetzt andere Ja. Meinung, ich habe andere Meinung. Nein. Bitte hör doch auf Doch. mit anderen Meinungen, Mann. Da gibt es keine andere Meinung. Ihr seid doch stolz auf die Eroberung von Fatih Sultan Mehmet, als er Konstantinopel erobert hat und aus Konstantinopel Istanbul, die Stadt des Islams, gemacht hat. Und Fatih Sultan Mehmet hat das gemacht, weil er Ja. unbedingt die Prophezeiung Mohammeds erfüllen wollte, wo Mohammed sagt, was für ein edler Feldherr und was für eine edle Armee ist die, die Konstantinopel öffnen wird, erobern wird. Und er wollte unbedingt, dass die Prophezeiung auf ihn zutrifft. Und deswegen hat er dann und hat es dann geschafft, nachdem es viele andere Versuche gab, Konstantinopel zu erobern. Ich glaube, über 10 Versuche oder sowas, bis es dann geklappt hat mit Fatih Sultan Mehmet. Willst du das leugnen? Ihr seid doch stolz drauf. Was heißt stolz? Es ist schön, dass die Islamisierung wächst, sage ich mal. Es ist Dass der schön, dass die Islam wächst. Islamisierung wächst. Ja, dass Islam wächst, ja, natürlich. Das ist das Schöne, oder? Der hat das gebracht, was der Prophet schon gesagt hat. Unser edler Prophet, der letzte Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Aber das sind so Thematiken, weißt du, Irfan, ich habe nichts gegen dich, um Gottes Willen, ich hasse dich auch nicht. Es gibt Leute, die sagen, ah, guck mal, der Hetzer, das ist so einer, so und so, dies, das. Mag sein, du machst zwar deine Arbeit, ich mache meine Arbeit, aber ich weiß nur eines. Guck mal, wie alt du geworden bist zum Beispiel. Wenn ich jetzt so deine anderen Videos anschaue, vor 2 Jahren oder nicht mal 2 Jahren, du hast graue Haare bekommen, du bist so ein bisschen veraltet, sage ich mal. Kümmer eher um Sachen, wo du weißt, das bringt dich auch voran. Das macht dich zwar glücklich, okay, was du da machst, ist ja deine Arbeit. Aber ich weiß nur eines. Guck mal, es gibt wirklich einen Gott, außer ihm gibt es keinen anderen. Du kannst andere Meinung haben. Aber ich sag mal so, wenn ich in diesem Land auch integrieren muss und auch so leben soll, von Gesetz aus, von Steuern zahlen, von allem drum und dran, weiß ich, dass ich als Moslem, ja, immer noch der gute Mensch bin, indem ich genau an Allahs Gesetze halte und nicht die Dinge mache, was du machst. Weil du machst ein Fitna, du machst ein Durcheinander, du machst ein. Ja, du machst, Schau mal, schau natürlich, mal, du schau hetzt mal. die Leute auf, du. Türkischer Bugs Bunny, warte, türkischer Bugs Bunny. Erst einmal,
Mach dir keine Sorgen um mich und mein Alter. Ich bin top fit. Die grauen Haare hatte ich auch schon vor 2 Jahren, nur damals habe ich gefärbt. Jetzt färbe ich nicht mehr und deswegen grau. Ich bin nicht grau geworden. Ich war schon auch damals schon grau, nur ich färbe nicht mehr. Das ist der Grund. Ich bin gesünder und fitter als jemals zuvor. Ich bin stärker als ich 20 Jahre alt war. Und deswegen traut sich auch keiner von den Glaubensgeschwistern, mit mir in den Boxring zu steigen. Mach dir um mir keine Sorgen. Und zweitens, selbst wenn das so wäre, dass ich schneller alt werde aufgrund dieser Arbeit, überhaupt gar kein Problem. Ich gebe mein Leben dafür. Ich gebe meine Gesundheit, meine Jugend, meine Schönheit, alles gebe ich dafür und opfere ich dafür. Überhaupt kein Problem. Gott hat es mir gegeben und ich gebe es auch wieder und ich verbrauche es auch wieder. Ich brauche nicht, ich bin keine Frau, ich bin kein, was weiß ich, was, dass ich hier, ich brauche meinen Schönheitsschlaf und ich muss top. Ist scheißegal, wie alt ich werde, wie schnell alt ich werde, wie ich aussehe und so weiter. Ist scheißegal. Ist völlig egal, mach dir du darüber keine Sorgen. Dann zweite Sache. Du sagst, du freust dich über die Islamisierung und gleichzeitig sagst du, ich, der dagegen ankämpfe, mach keine Fitna, mach keine Unruhe, mach kein Chaos. Schau mal, ich verstehe schon, ihr arbeitet an der Islamisierung und du freust dich ja auch über Islamisierung. Du freust dich über Eroberung von Konstantinopel und du wirst dich auch über Eroberung von Berlin freuen und Eroberung von ganz Deutschland und von ganz Europa wirst du dich freuen. Und natürlich ist es für euch angenehmer, dass es nicht solche hartnäckigen Sturköpfe wie mich gibt, die ihr Leben lang Widerstand leisten werden. Und Tausende und Zehntausende und Hunderttausende mit mir. Natürlich ist es für euch leichter ohne Widerstand. Ja, das hat ja schon, wer war es, Clausewitz gesagt. Ja, der beste Sieg ist ohne Widerstand, friedlich. Der Feind kapituliert und sagt, oh, okay, okay, ihr bekommt alles. Aber das wird nicht passieren, mein Freund, solange ich lebe. Und solange viele andere werden dagegen wehren. Und irgendwann wird der Tag kommen, weißt du, was passieren wird? Nicht nur, dass ihr Deutschland verlassen werdet. Wenn das erreicht ist, dann muss man mal schauen, wann wir das in Angriff nehmen, christliche Gebiete zurückzuerobern. Und Türkei ist natürlich Nummer 1. Spanien ist schon erobert. Balkan an erster Stelle und nach dem Balkan, wie Prinz Eugen, als er die Osmanen davongetrieben hat, aus Wien über den Balkan bis nach Türkei, wird es auch ähnlich passieren. Ja, wenn die De-Islamisierung in Deutschland vollendet ist, dann auf dem Balkan und dann muss man natürlich schauen, gut, das waren christliche Gebiete, wollt ihr uns das Land so zurückgeben oder müssen wir euch auf andere Art und Weise davon überzeugen? Okay, du bist damit so überzeugt, aber ich sag mal so, das wird niemals passieren. Definitiv nicht. Weil du siehst weltweit, allein in Amerika, wie viele zu Islam konvertieren, das sagt schon einiges. In Europa genauso. Ich kann dir ein Video zeigen von einem großen islamischen Gelehrten, der sagt, sie reden auch so, da sind so Moslems und sie reden darüber und sagen, oh, und der Islam wächst und der Islam wächst. Und dieser islamische Gelehrte sagt selbst, ja, der Islam wächst auf einer Seite, aber keine Religion verliert so schnell Angehörige wie wir Muslime. Ich kann dir das zeigen und ich kann dir dieses Video kann ich veröffentlichen und schicken. Massenweise Leute treten aus dem Islam raus. Ihr seid am Ende. Das ist der Anfang vom Ende für euch. Ihr seid geblendet von ein paar Verrätern, die zu euch konvertieren, so ein paar irgendwelche Rothaarigen, die irgendeine Türkin knallen wollen und dann Moslem werden, damit sie die Türkin knallen wollen und so weiter. Von solchen seid ihr geblendet. Ihr seid am Ende, das ist der Anfang vom Ende. Eure höchste Phase ist schon vorbei, jetzt wird's nur noch nach unten gehen. Ja, sagst du. Also es ist ein bisschen schwachmat, was du da so sagst. Schau dir Türkei an. Schau euch eure Währung ist am Arsch, Mann. Erdogan ja, mit Arsch. Ist doch logisch, warum unsere Währung am Arsch ist. Ist doch klar von. Warum? Warum ist sie? Warum ist das logisch? Jederzeit, weil wir nicht nach Westen leben, weil wir nicht so leben wie Amis und Europäer wollen. Zerstören, schau mal. Ist doch logisch. Türkei, überleg doch mal, wenn du ein Staat. Warte, nur eine Sache. Wenn du mal ein Staat. Der liberale Westen zerstört euch. Istanbul ist eine homosexuelle Metropole.
Istanbul ist ein Schwulenzentrum geworden. Immer mehr Türken sind schwul, werden trans, LGBTQ überrollt euch. Eure Wirtschaft ist am Arsch. Eure Armee, ihr kriegt es nicht mal. Ihr schafft nicht mal gegen PKK-Kurden zu gewinnen. Die Kurden machen euch fertig, zermürben euch. Laizisten, Kemalisten werden immer stärker. LGBTQ wird immer stärker. Immer mehr Türken werden schwul. Istanbul, Schwulenmetropole. Eure Währung ist am Arsch. Eure Wirtschaft ist am Arsch. Ihr seid am Arsch einfach. Ja, also ich sag mal so, was mit den Schwulen betrifft, hast du recht. Was mit Schwulen betrifft, hast du recht, ja, aber heißt nicht oder deutet nicht, guck mal die Moslems mal an, weil die haben mit Islam nichts zu tun. Ein Moslem ist derjenige, wo fünfmal am Tag betet oder die Scharia. Scharia in dem Sinne nicht das, was du kennst, mit Gewalt, mit Töten, mit dies, das meine ich nicht. Scharia ist was anderes damit gemeint. Scharia ist einfach nach Gottes Gesetzen zu leben, nach Islam. Und unser Prophet Mohammed, Frieden sei auf ihm, nach seiner Sunna zu leben. Hat keinen Fertig. Bock drauf, die Türkin will Disco, Musik hören. Will Sex ja, vor der Ehe. Die hat keinen ja, Bock auf Islam. Die hat keinen Bock ich auf Scharia. Ich weiß, da gebe ich dir auch vollkommen recht, weil ich sehe es ja selber, nicht nur in der Türkei, wie jeder einfach so frei leben möchte. Aber ihr vergisst eines, es kommt die Endzeit und dann ist irgendwann Schluss. Dann würde jeder im Grab sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, Allah vergib mir. Wenigstens diesen Einsatz wird er dann nie wieder sagen können, weil es zu spät ist. Das ist so, du lachst darüber, aber ist so. Das ist so. Ich bezeuge selbst ja als Türke und Moslem, es gibt so viele Schwule oder was aus der Türkei passiert ist, ist nicht mehr so wie früher extreme Art von islamisch zu erkennen. Man erkennt es nur von Moscheen und die alten Leute, die mit langem Bart haben und das war's. Alles andere ist ja modernisiert, ist ja logisch, sage ich ja auch. Aber du weißt du erkennst die Herzen der Menschen nicht, was sie wirklich fühlen. Vielleicht haben sie doch Gottesfurcht, aber sagen, ja, ich schäme mich trotzdem, weil wenn ich das mache, dann bin ich gleich verurteilt. Nein, es gibt Leute, die sagen, ich bin ruhig und es gibt Leute, die zeigen es. Und es gibt halt Menschen wie so Schwule, die haben mit der Islamisierung oder mit Islam gar nichts zu tun. Warum? Weil sie ihr Leben frei leben möchten, wie hier auch. Hier nennt man das Demokratie. Mag sein. Mag ja, sein. Okay. Und von was träumst du dann? Von was träumst du dann, wenn du selbst zugibst, dass Türkei immer unislamischer wird und dass ihr am Ende seid? Von was am träumst Ende du nicht. Dann? Am Ende nicht. Am Ende nicht. Der Erdogan versucht ja, aber er wird ja kritisiert. Das heißt, er will ja die Scharia einführen. Er will dieses extremistische. Stimmt alles gar nicht. Er lasst. Sonst würde der Türkei schon. Dann würde niemand so rumrennen, wenn Türkei so extrem ja, wäre. Weißt du warum? Weil die Türken dank Mustafa Kemal Atatürk. Weil die Türken schon so deislamisiert wurden, dass er das mit diesem Volk nicht mehr machen kann. Ja, Islam ist schon so raus aus den Köpfen, dass er das nicht mehr schafft. Es gibt zu viel Widerstand. Schau, sein Gegner hat fast gewonnen, musste sogar in Stichwahl gehen. Und was hat der Gegner gesagt? Der Gegner hat Islam beleidigt. Wie heißt der ältere Mann, der andere Kemal Kandidat? Kılıçdaroğlu. Ja, Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Wie nochmal? Sag nur seinen Nachnamen. Kemal Kılıçdaroğlu. Ich nenne ihn Kemal, okay. Kemal hat Islam beleidigt, hat Allah beleidigt, hat voll gegen syrische Asylanten geredet und fast 50% der Türken haben ihn gewählt. Ja, da siehst du mal, wie hirnlos die Leute sind. Ja, aber da siehst du mal, wie hirnlos die Leute sind. Das ist mir doch egal, aber letztendlich haben wir doch gewonnen. Wir haben wieder gewonnen. Das reicht doch im Endeffekt. Das ist doch gleich, wie wenn man Krieg führt. Auch wenn ich 5 Millionen Soldaten verliere, ich gewinne aber, doch diesen. Ja, aber Erdogan, ich will dir damit sagen, ja, stimmt, Erdogan hat gewonnen. Aber Erdogan Islamisierungsplan geht nicht auf mit diesen säkularisierten, laizistischen Türken. Und das ist 50%. Weil er demokratisch ist, weil er demokratisch, wenn es nach ihm gehen würde, würde es dann heißen, er ist Diktatur, er würde Diktatur führen. Er ist Diktat und dies und das, was viele auch so sagen, was eigentlich nicht so ist. Du musst mal heutige Türkei. Warst du mal selber mal in der Türkei jetzt? Diktatorolum. Ja, Diktatorolum. Er ist kein Diktator. Ich weiß, dass er kein Diktator ist. Ja, also, aber da muss man doch einig sein, Irfan, dass du mal auch bei deiner eigenen mal Präsentation oder bei deinen Vorführungen, egal in welcher Stadt du bist, mal sagst: Hey Leute, hört mal zu, ihr selbst, ihr Moslem, ja, ihr habt ja Religion. Okay, lebt doch mal diese Religion mal richtig aus, damit wir euch dann verstehen und sagen, hey, genau das will ich nicht. So sagst du es und so bist du es und so soll es auch so sein. Dann können auch viele Leute, wie du zum Beispiel, dann auch irgendwann sagen, hey, ich lag falsch. Oder lebt du diesen Islam richtig?
Warum lebst du in Deutschland und nicht in Lebt doch du denn nicht? Islam, lebt du den Islam 100% richtig, damit Anhänger von dir sagen, Alter, was ist jetzt passiert? Ah, guck mal, der lebt es richtig. Guck mal, was die anderen machen, das ist ja doch nicht das Islam, was wir kennen. Warte mal, warum lebst du nicht in Türkei? Von Grund aus alles richtig. Hör doch mal zu, warum lebst du nicht in Türkei, sondern in Deutschland? Ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade in einer Phase, ich habe gerade eine Überlegung, wo ich sage, ich bin da ehrlich, hier macht es mir keinen Spaß. Ich bin erstens zwar hier geboren, meine Eltern leben hier zwar, okay, schön und gut, aber ich habe vor, in die Türkei zu gehen. Und das ist auch wirklich erstens wegen meiner Religion, wegen meiner Religion. Bitte? Warum macht es keinen Spaß mehr hier in Deutschland? Allgemein alles nicht. Auch meine Religion erstens natürlich und zweitens auch die Mitmenschen hier und drittens auch vom Verdienst her etc. Wer logisch ist und gut denkt, ja, ist eigentlich Geld nicht wichtig. Es ist wichtig fürs Überleben, klar, Miete etc. zu zahlen, aber für meinen, jetzt jeder hat seine eigene Meinung, aber für meinen Spaß und für den Religion, was ich leben möchte, ist hier nicht mehr der richtige Ort. Überhaupt nicht. Du hast keinen Spaß mehr in Deutschland. Nein, gar keinen mehr. Überhaupt nicht. Warum? Weißt du, wie oft ich kritisiert wurde? Ich habe zum Beispiel gebetet auf dem Park, in einem Park, ja, kamen ja schon Idioten, die mich mit Dreck beworfen haben. Einer hat mit dem Wasser so ganz halt hinter meinem Rücken nass gemacht. Einer ist mit dem Hund hin und her rumgesprungen mit Absicht. Ich sagte, ich bin immer ehrlich. Ja. Jetzt würden manche denken, Irfan feiert das. Aber ich feiere das auch nicht. Wenn einer zum Beispiel jetzt betet oder sowas, würde ich ihn auch nicht stören. Und ich bin dagegen, dass wenn man sogar ein Moslem, wenn er betet, dass man ihn stört, bin ich dagegen. Ja, also. Aber ich bin auch dagegen, dass du öffentlich betest. Warum betest du in der Öffentlichkeit? Wenn ich keine andere Möglichkeit habe und es ist Gebetszeit und ich laufe jetzt, sagen wir mal, von der Arbeit jetzt nach Hause und ich weiß, okay, ich habe jetzt gleich Gebetszeit. Ne? Bei uns heißt ja, du sollst ja dein Gebet pünktlich verrichten. Und bin dann einer, ich bete dann und habe meinen Gebetsteppich dabei und dann bete ich halt, ne? Weil erste Linie für mich einfach der Islam wichtig ist. Du hast immer deinen Gebetsteppich dabei. Du bist unterwegs und so mit Gebetsteppich auf Schulter. Ich habe meine Tasche dabei und da ist Gebetsteppich drin und mein Koran drin und da laufe ich zu meiner Arbeit. Auch auf der Arbeit darf ich beten. Ich arbeite in einem Restaurant und der Chef hat da vollkommen Verständnis. Ich gebe dann meinem Kollegen Bescheid, sage, hey, ich habe da 10 Minuten kurz Pause. Und dann gehe ich schnell beten, fertig aus. Und das mache ich auch. Und ist mir egal, wer da was sagt oder wer nicht was sagt. Viele haben auch geäußert und haben gesagt, ich habe dich hinten am Restaurant gesehen, wie du gebetet hast. Warum machst du das? Und ja, warum bei der Arbeitszeit? Und ja, erlaubt dir das, Chef? Und das 5-mal am Tag? Und dies und das, sage ich, ja. Ich bin Allahs Diener und fertig aus. Für mich kommt nichts anderes außer das. Und Deutschland ist dir mittlerweile zu islamfeindlich, so dass du dich nicht mehr wohlfühlst und in die Türkei zurückkommst. Ja, weißt du, wie oft ich Anklage gegen gewisse Leute gemacht habe und nie gewonnen habe? Ja. Anzeige. Ist egal. Anzeige natürlich. Und alle verloren habe. Gegen was hast du angezeigt? Hast du auch bestimmt schon mal angezeigt. Nein, gegen dich nicht. Nein, alles gut. Gegen wen dann? Nein, ist egal. Auf jeden Fall auch gewisse Leute, wo auch sehr große Aktivität haben, aber ich verloren habe. Und ich habe nur eines gefragt an Richter. Warum muss ich 50.000 Mal Anzeige machen und bei diesen 50.000 Mal habe ich nicht einmal gewonnen? Wobei auch Grundgesetz, auch einiges steht, nein, jeder darf seine Religion ausleben, oder nicht? Also, und ich habe nichts bekommen. Nichts. Ich habe nicht mal irgendetwas an Körper... Also Entschädigung bekommen, an Körperverletzung irgendwie bekommen oder überhaupt die Anzeige wurde an. Ja. Keine Geld. Es geht nicht ums Geld, aber es geht ums Prinzip. Du machst Anzeigen-Dschihad. Bruder, du machst das ist Anzeigen-Dschihad, neue Dschihad-Form, Anzeigen-Dschihad. Nee, alle, die sehen Anzeigen und sie fertig machen. Nein. Wir leben nicht in der Prophetenzeit, dass wir mit Schwerten kämpfen, sondern wir müssen leider bei solchen Dingen dann immer gleich Polizei anrufen, weil machst du es unter 4 Augen, ja, da ist keiner ehrlich, da geht der Nächste oder der andere immer zur Polizei und dann bist du der Esel am Ende. Und das mache ich nicht mehr. Und das habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich auch so deutsch sein und einfach zur Polizei gehen, Anzeige machen, wenn man meine Familie oder mich schadet, nur wegen meiner Religion. Und nur, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Du hast bestimmt langen Bart und so, oder? Nein, gar nicht. Siehst mein Foto nicht. Kann man da was sehen? Ich habe keinen Bart. Nee. Ja, du bist so richtig, so Selfie-mäßig. Nein, so extrem bin ich jetzt nicht. Ich bin Türke, ich bin Moslem, ja, aber ich achte auf einiges. Wenn ich
Jetzt werden Leute sagen, ja, das ist aber Extremismus. Nein, aber ich gehe fast nur türkische Laden, wo ich halt meine Haribos dort kaufe, wie jetzt im Edeka oder so. Halal. Ja, genau. Und genauso wie mit anderen Sachen. Ich trinke nur Wasser und Tee und ganz selten mal so Fruchtsäfte. Ich trinke keinen Red Bull, Alkohol so oder so nicht und solche Sachen. Freundin habe ich auch nicht. Nicht mehr, Zupft besser du gesagt. Augenbrauen? Nein, auch nicht, gar nichts. Wer solche zupft, Sachen mache ich nicht. landet auf ihn oder Fluch auf ihn, wer zupft Augenbrauen? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, kennst du nicht den Hadith, dass wer Augenbrauen zupft, verflucht ist? Wie gesagt, ich beurteile niemanden, darf ich auch nicht. Der, wo das macht, der muss wissen, was er macht. Und ich kann nur gewisse Leuten warnen und sagen, hey, das machst du falsch, das machst du richtig. Zum Beispiel, was wir in der Gesellschaft ein Problem haben, ist, wir haben keine Geduld, wir hören nicht zu und keiner macht es selber richtig. Jeder beurteilt den anderen. Okay, hat mich gefreut, gell? War ein interessantes Gespräch und Danke. viel dir Erfolg. Und ich denke auch, das ist das Beste, wenn du Deutschland verlässt und in die Türkei zurückgehst. Denke ich, ist für beide Seiten das Beste. Ja, ich sag mal so, ich mache das, was für mich richtig ist. Und wenn ich nach meinem Glauben Ja, aber lebe. das wäre auch ein Dienst am deutschen Volk, wenn ein Türke weniger ist, wenigstens ein Türke weniger, verstehst du? Ja, aber merkt er eins, wenn ein Türke geht, sage ich mal, oder stirbt, kommen Kommt tausend zehn andere. Tage. Tausend. Pro Tausend Türke andere. tausend. Wieso, Ja, welche tausend geh kommen mal für nach dich? Kreuzberg. Ja, guck mal in den Corona-Zeiten, wie viele Babys gemacht wurden, wie viele Kinder erzeugt wurden. In Corona-Zeiten, nur von Ja. Moslems. Ja, sehr viele Moslems zum Beispiel, ja. Warum gerade in Corona-Zeiten? Die meisten sind doch eh arbeitslos und zu Hause. Ne, das denkst du. Weißt du, wie viele Hartz-IV-Empfänger gibt auf in Deutschland? Jetzt wirst man es nicht glauben, aber zu 60% sind mehr Deutsche wie Ausländer. Nur bei Deutsche den mit Ausländern. Migrationshintergrund. Deutsche Nein, mit nein, 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 Migrationshintergrund. nein, 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 definitiv nicht. Ein Politiker sagt es zu mir sogar hier ich komme aus Pforzheim und der von der Linke sagte selber, ich als Deutscher schäme mich teils, weil 60% in Deutschland mehr Hartz-IV-Empfänger sind wie die Ausländer. Das Problem ist, bei den Deutschen sieht man das nicht, weil die das nicht Nein, nein, so warte mal, weißt du, was das polarisieren. Problem ist? Na, sagen wir, das stimmt, 60%. Das heißt, Das stimmt. ja, okay. Wie viel Ausländer prozentuell gibt es in Deutschland? Was schätzt du ungefähr? Boah, nach den neuen Zahlen, also, boah, also ist, 5%, 10%. nein, also in Deutschland gibt es wirklich, wenn ich so mit allem drum und dran, Ausländer, kann ich schon sagen, locker 35, 38% an Ausländern. 38%? Ja, Ja. okay, das, ja. Aber du sagst ja dann, aber 40% Arbeitslose, das ist dann immer noch deutlich mehr, verstehst du? Ja, Weil. ungefähr halt, ungefähr hat er von den Hartz-IV-Empfänger, sag ich mal, hat er so ein Dings in mir gezeigt. 60% sind fast nur Deutsche, der Rest ist nur Ausländer. So. Deutsche mit Migrationshintergrund, mein Freund, Nein, das glaub mir. sagst du. Deutsche mit, und die werden nicht gezählt. Deutsche mit Migrationshintergrund. Ich sag dir, von diesen 60% wiederum, so richtig, dass ich sag, gebürtige Deutsche, ethnische Deutsche, nicht mal die Hälfte, Mann. Nicht mal die Ja. Hälfte, glaub Eine mir. Frage habe ich hiervon. Fällt mir Ist gerade was ein. egal. Eine Frage, ganz kurz, eine Schnell, Frage. Aber schnell, da sei schnell. ehrlich. Ganz Schnell. Was? Dieser Türken-Kurden-Konflikt. Sei mal da ehrlich. Was hältst du von dieser Sache? Sagst du, dass ein Kurde das Recht hat, ein Kurdistan zu bekommen? In der Türkei? Oder sagst du, nein? Es ist nur eine Frage. Du musst da jetzt nicht detailliert drin, aber nur deine Meinung. Es ist eine Frage gestellt. Diese Antwort würde ich gerne nur von dir wissen. Als Nicht-Moslem und als, sagen wir mal, gegen Erdogan, gegen halt die Türkei ist. Aber jetzt mal ehrlich. Würdest du das akzeptieren, dass ein Kurde das Land haben darf? Oder ein Kurdistan ergründen darf? Oder sagst du nein? Wenn du schon mit Kemalismus gut befasst und mit gewissen Dingen so gut erklärst, Ja, was ich an deinen schau, Videos ich so weiß, sehe. was du anspielst, weil Atatürk war natürlich auch kein Freund der Kurden und hat ihnen auch nicht Kurdistan gegeben oder sowas, das weiß Ja, ich. ja. Schau, ich sag, das ist ein Konflikt zwischen Türken und Kurden. Ich sag, wir müssen das machen, was in unserem Interesse ist. Wenn Kurdistan in unserem Interesse ist, dann können wir es machen. Wenn es nicht in unserem Interesse ist, dann müssen wir es auch nicht machen. Das ist ein komplizierter Konflikt. Beide Seiten haben so Argumente. Ich verstehe, dass die Kurden ihr Land wollen. Ich verstehe aber auch die Türken, dass sie sagen, nee, vergiss das, gibt kein Kurdistan. Beide Seiten haben ihre Argumente und wir
verfolgen unsere Interessen und je nach Situation würden wir das machen, was in unserem Interesse ist. Sag ich dir Okay. ehrlich. Alles klar, gut, dann ich bedanke mich. Und ja, dir noch Danke dir, viel alles Glück, klar, sage ich alles mal. Gute. Alles Gute, aber ich kann nur eines sagen, Danke. Irfan, wirklich, wirklich. Schade, schade, dass diese Provokation so, ja, leider zu Extremismus ist, aber Gott, das ist deine Arbeit. Du glaubst an Gott nicht, das ist deine Sache, aber Ich naja. glaube an Gott. Möge Ich Allah glaube an dir. Gott. Bitte? Ich glaube an Gott. Ja, aber nicht richtig halt, ne? Also. Nicht richtig, ja, okay. Alles klar, Bani. Alles Ciao, klar, bis ciao. dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Gute Heimreise. Ciao. So, wir machen nicht mehr so lange. Deswegen im Schnelldurchlauf nochmal, Hallo. Leute. Hallo. Was geht ab? Nix bei dir. Nix. Ich habe kurz was mitbekommen, so allgemein mit Türken. Dies, das. Was ist dein Problem allgemein mit Türken, so? Ich habe kein spezielles Problem mit Türken, sondern mit radikalen Moslems. Okay. Aber weil du sagst, Türkei wendet sich vom Islam ab und dies und das. Ja, das ist doch so. Türkei wendet sich von Islam ab. Aber wer sagt Ist sowas? Also es interessant. ist doch immer gleich, Türkei ist ja auch kein muslimisches Land, wenn du Okay. so schaust. Offiziell ist ja Türkei auch kein muslimisches Land. Sondern, was ist es offiziell? Ist es nicht, kannst ja gucken. Ist ja Ja, was nicht ist es offiziell, wenn es nicht bekenntnislos. Christen sind? Bekenntnislos. Bekennt. Ja, Ja. wegen dem Säkularismus, der von Erdogan abgibt, der von Atatürk Hat nichts mit eingeführt Erdogan zu tun, hat wurde schon und von immer, Erdogan war schon immer abgebaut. so. Jeder, der betet, also du bekommst es ja gar nicht mit, was in der Türkei, wer da jetzt seine Religion ausübt und wer nicht. Ich meine, wenn du vom Radikalen ausgehst, wenn du jetzt nur die Ecken anguckst mit, wo Partys gemacht werden, dies, das, mein Gott, dann, aber wenn du die andere Seite anguckst, gibt es auch genauso viele, die praktizieren. Ja, das ist ein gespaltenes Land. Die einen sind auf Atatürks Seite, die anderen Erdogan Seite und die einen für Laizismus gegen Islam, die anderen für Islam. Du Gespaltenes darfst auch Land. nicht vergessen, weil du gesagt hast, dieser hat 50% der Stimmen bekommen. Es haben sich Ja. neun Parteien zusammengetan gegen einen Erdogan. Und neun Parteien, Du bist für Erdogan. ich sag dir, ich kläre dich noch auf, weil du anscheinend ein paar Du Lücken kannst hast. nicht Es haben sich aufklären. neun Du Parteien kannst nicht führen. zusammengetan und haben 50% ergattert. Bist du für Erdogan oder gegen? Wie meinst du, ich bin für Türkei. Das Beste Ja, soll für aber Türkei sein. ist das Beste für die Türkei Erdogan oder der Meiner andere? Meinung nach schon, auf jeden Fall, ja. Erdogan. Aber du wohnst in Deutschland. Ich bin hier geboren, ja. Und du willst auch nicht zurück in die Nein, ich bin Türkei. hier geboren. Was hat denn das damit zu tun? Wenn ich Türkei befürworte, muss ich ja nicht zurück. Hat Was bist du, Türke oder Deutscher? hat Bist du irgendein Türke oder Türke. Deutscher? Was? Bist du Türke oder Deutscher? Ich bin Türke. Aber Ich bin Türke, der hier geboren ist, ja. okay, du bist hier geboren, Ja. bist für Erdogan und wenn ich dich frage, warum lebst du nicht in Türkei, sagst du, ja, ich bin hier geboren. Ich Weil bin ich hier frage, geboren, bist du Türke oder ey, guck Deutscher? mal, Du sagst, du bist Türke. Ja, wenn du du weißt Türke doch bist, warum selber. lebst Warte du mal, in mich würde Türkei? viel mehr interessieren, hat irgendjemand, Wenn du Türke bist, warum lebst du nicht in der Türkei? weil ich hier geboren bin. Bist du behindert oder checkst du es nicht, oder? Aber du bist doch Türke, dann geh doch zurück in deine Heimat dann, wenn du Schau mal, Türke bist, du obwohl bist du hier richtig auf dem Kopf. geboren Guck bist. mal, du versuchst vielleicht durch deine Thematik hier irgendwie in irgendeinen Arsch zu kriechen, damit du irgendwie Reichweite bekommst. Du bist selber, du weißt selber nicht, was du bist. Was bist du eigentlich? Schau Was bist mal. du? Du hast einen türkischen Namen, siehst aus wie. Na, was bist du? Nein, allgemein, was bist du? Sag mir mal, was du bist. Ich bin Iblis. Guck mal, du versuchst, also auf jeden Fall lustig bist du null. Mein Name ist Du, ich kann dir Iblis. sagen, wieso du so geworden bist. Du hast dich nicht vom Christentum überzeugen lassen, du hast dich nicht. Irgendein Türke hat deine Mutter gefickt und seitdem bist du gegen die. Du hast eine offene Wunde. Das ist die Wahrheit, Bitte verstehst keine Kraftausdrücke du? Nein, das hat benutzen nicht an mit dieser Kraftausdrücken. Ich sag dir Stelle. die Wahrheit. Aber bitte tun das schön zu sagen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde ich sagen, Irgendeiner hatte was mit der und seitdem schau mal, bist du, du weißt selber nicht, wer das ist. ein kurdischer Köpek
hatte sexuellen Verkehr mit deiner türkischen Anne. So würde ich das sagen, verstehst du? Aber Mann, du weißt genau, dass du ein Hurensohn bist, das weißt du. Bitte nicht beleidigen. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Warum musst du dich rausschmeißen jetzt? Schau mal, warum beleidigst du? Du kannst es doch schön umschreiben. Ein Kurde hat mit Anne auf schöne Art und Weise Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Mit deiner Anne zum Beispiel. So kannst du das sagen, aber nicht so deine Mutter F. Punkt, Punkt, Punkt. So wie es zum Beispiel bei dir der Fall war, als dieser eine Kurde gekommen ist. Aber du musst es doch nicht so gleich so heftig ausdrücken, dass wir dann Probleme bekommen mit TikToki, mit TikToki. Töbe, 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 töbe. Digga, was ist mit dir? Irak. Was für Irak? Was ist das? Ach, syrische Flagge, sorry. Ja. Ich sag dir eins. Bashar in jedem Bashar arabischen Land sind auch Kirchen. Und sein Vater. Und du bist selber nicht mal Deutscher. Was machst du in Deutschland? Hafiz al-Assad. Was machst du in Deutschland? Bashar al-Assad. Was ist deine Meinung zu unserem großartigen syrischen Führer Bashar al-Assad? Das ist wie Adolf Hitler, ein Nazi. Guter Mann. Das ist wie Adolf Hitler. Ich bin auch ehrlich. Ja. Bashar al-Assad ist wie Hitler. Hitler. Ja, genau. Sein Vater war auch so. Aber wenn du so jetzt gegen Türken, du sagst zu ihm, du hast gerade zu zwei Leuten gesagt. Ich hab zu Hause einen Poster von Bashar al-Assad über mein Bett. Zwei. Jetzt einmal kurz leise. Zwei. Hast du gesagt, was macht ihr in Deutschland? Warum seid ihr nicht in der Türkei? Bist du Deutscher? Ja. Bist du Deutscher? Bist du in Deutschland geboren? Was sind deine Eltern? Nein. Warte, der Reihe nach. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Meine Eltern sind keine gebürtigen Deutschen, aber ich bin also, Deutscher. Ich was bin bist Deutscher. Du? Was bist du? Deutscher. Deutscher. Du bist Serbe. Du bist Serbe. Deutscher. Nein. Deutscher. Nein. Deutscher. Deutscher. Die sind auch Deutsche. Die sind ja in Deutschland geboren. Du bist nicht hier geboren. Ja, aber man kann auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Verstehst du? Von wo kommen deine Wurzeln? Von wo kommen deine Wurzeln? Wurzeln. Ja? Das weißt von du. Wo? Es Serbien. Ist, ich, es geht nicht. Serbien. Es geht nicht Serbien. Darum. Halt mal kurz deinen syrischen Mund. Halt mal kurz deinen syrischen Mund. Sei mal leise. Hummusmund. Serbien. Halt mal kurz. Muss ich dir ein bisschen Hummus in den Mund stopfen, dass du leise bist, oder? Sei du mal leise. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Es geht nicht darum, wo die Wurzeln eines Menschen liegen. Es kann auch jemand Deutscher werden, deren Wurzeln nicht in Deutschland liegen. Ja, verstehst du, was ich meine? Sind, es geht die nicht, wir wollen keinen völkisch-deutsch-nationalen Staat, wo nur ethnische Deutsche dort leben können. Das ist die große Mehrheit und das ist okay und so soll es auch sein. Und einen kleinen prozentuellen Ansatz an Migranten, die hierher passen und hierher... Ohne Migranten ist Deutschland nichts, damit du es weißt. Ohne Migranten ist Deutschland nichts, das weißt du ganz genau. Das weißt du. Das wissen die Deutschen selbst auch. Warte, ah shit, ich hab vergessen. Dann hätten wir keinen Döner mehr und keine 10 Euro Friseure. Und was würden wir nur machen ohne euch? Was würden wir nur... Taxifahrer, ja. Wer würde Uber fahren ohne euch? Wer würde so, Uber fahren? Wer würde unsere Toiletten reinigen? Wer baut deine Autos? Wer baut deine Autos? Wer baut eure Häuser? Wer baut eure Häuser? Syrer, Türken, Türkei. Türkei baut gute Auto. Deutsche bauen die besten Autos. Ach so. Es sind keine Migranten, die bei solchen Firmen arbeiten, nee, oder? Es das sind kann Deutsche. Auch ein gut dressierter Affe kann die Aufgabe eines Migranten am Fließband. Wir dressieren einen Affen gut, einen intelligenten Chiquita, kleinen Dings, und er macht wupp, 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 wupp. Ach so. Und stimmt, und nach dem Krieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Türken nach Deutschland gekommen und haben Deutschland aufgebaut. Okay, raus mit dir. Guten Heimflug zu Bashar al-Assad. Das, was Migranten am Fließband machen, können wir auch gut dressierten Affen beibringen, diese 5, 6 Handbewegungen.
Aber ich habe vergessen, stimmt. Wer reinigt dann eigentlich unsere Bahnhofstoiletten? Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Da müssen wir uns was überlegen. Ja, wer unsere Bahnhofstoiletten dann reinigt? Ohne da, wenn wir jetzt alle abschieben. Oh Mann, was sich wieder die Migranten einbilden, wieder dieser größenwahnsinnige Trip, dass Deutschland ohne Deutschland wäre das Deine kleine Mutter Schlaraffenland. putzt immer noch Bahnhoftoiletten bis heute, du Hurensohn. Deine Kissimmer. Nafri-Oma, deine Alle, die den Nafri-Oma, Islam aus. deine Nafri-Oma, deine Nafri-Oma putzt das Büro des deutschen Versicherungsvertreters, ja? Die muss Toiletten putzen. Und ist dann froh und sagt immer zu Deutschen: Danke, 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 Herr Müller, danke für diese Trinkgeld, danke, danke. Jetzt kann ich noch ein bisschen mehr Couscous für meine kleine Nafri kaufen. Für meinen kleinen Nafri, der nur macht Probleme den ganzen Tag. Zerlege euch alle, Mann. Einen nach den anderen zerlege ich euch. Hallo. Hallo. Was geht, Bruder? Lux bei dir. Oh, mein Kopf ist gefickt hier. Echt ja. Warum ja? Okay, ich höre, die Snooze hat so geballert, die aber. Was hat geballert? Dieses Snooze, Bruder, ich habe 12 einmal Red mal reingetan. lauter, ich höre dich nicht. Was hat geballert? Dieses Snooze, Bruder, ich habe 12 einmal reingetan, aber ja. Was? Dieses Nuss? Snus, ja, Bruder. Was redest du? Diese Nikotinplättchen, Bruder. Okay, ciao. Irgendwelche Süchtigen brauchen wir hier nicht. Es hat geballert, Bruder. Boah, weißt du, Bruder, wie das geballert, diese Shisha hat zu stark geballert. Jo. Ansar, was ballert bei dir, Ansar? Ich baller dich gleich. Ich will. Du Nutte. Komm, sag was. Was soll ich dir sagen? Hä? Du hast zwei Sätze frei. Alle live melden für hasserfülltes Reden und dann ist der Pitch gesperrt. Jalla, Jungs. Gedrückt halten. Also, ihr seht, wahres muslimisches Gesicht. Wahres muslimisches Gesicht. Die größten Kämpfer. Meldet ihn, meldet ihn, meldet ihn, meldet ihn. Wir haben keine Chance gegen ihn. Weder körperlich, noch geistig, noch intellektuell, noch argumentativ. Meldet ihn, meldet ihn. Raus mit ihm. Zensur, Zensur. Weil sie Schiss haben. Weil ich euch alle traumatisiert habe. Weil ihr gegen mich kein Medikament kennt. Ja, nichts, nichts könnt ihr. Heulen, beleidigen, bla bla bla. Und im echten Leben nehme ich euch alle auseinander. Also Moderatoren, jeder, der schreibt, alle raus. Direkt blocken. Alle, jeden einzelnen von ihnen blocken, 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 blocken. Alle von ihnen. Alle, die schreiben irgendwas mit melden oder sonst was, direkt blocken, schmeißt sie alle raus. Wer zuhören will, kann zuhören. Aber alle, die irgendwas schreiben mit meldet ihn, blockt ihn, Beleidigung und sonst was, alle raus mit ihnen. Schmeißt sie alle raus. Nicht nur rausschmeißen, sondern blockieren. Nicht stumm schalten, sondern komplett blockieren. Blockiert sie alle. Komm nach Novi Pazar, was will ich in der vermüllten Stadt, Mann? Vergaste Stadt, nur Müll überall, es stinkt, Burkas, hässliche bärtige Männer, an jeder Ecke stinkt's, Abgase ohne Ende, du stirbst, du kannst nicht mal atmen, ja? Schaut euch, wie feige sie sind. Meldet Leute! Schaut Zirnoknatz, schau wie. Mohammed Zirnoknatz! Schaut euch ihn an. Schmeißt sie alle raus. Alle rausschmeißen.
alle rausschmeißen. Alle, die mit melden, kommen rausschmeißen. Hrvatska. Ich fick Hallo. Deine Toten, du Hurensohn. Du kleiner Bastard. Toten? Also du grabst sie aus dem Grab und dann willst du Sex mit ihnen? Ja, mach ich, du Hurensohn. Diese sexuelle Neigung hast du. Ja, du kleiner so Bastard. Du holst Leichen mit raus. Mit den Sacken, so ich mag, du. Wieder lernen wir die Fetische von Goldstücken kennen, Leichen auszugraben und dann mit ihnen sexuellen Verkehr zu haben. Merkt ihr, Leute, wie krank die sind. Sie wollen Sex mit Leichen. Wie abartig pervers muss man sein, um Sex mit Leichen zu wollen? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hört man mich doppelt oder kommt? Sauber, Leute, 1000 Leute live, sehr gut, sie können nichts machen. Grüß dich. Hi, grüß dich. Ey, wann ist denn deine nächste Kundgebung? Weiß ich noch nicht. Willst du vorbeikommen? Safe, mal ein bisschen angucken. Und dann, was machen? Dich unterstützen. Mich unterstützen? Ja. Wie? Indem man dir bei allem recht gibt, was du sagst. Aber du musst so klatschen, so. Aber dann bin ich wahrscheinlich die Minderheit. Und mit einem T-Shirt, ich liebe Irfan. Und ich liebe Deutschland. Ja, genau. Ich liebe Deutschland und Irfan. Und so klatschen. Boah, da werde ich doch. Ich komme doch gar nicht gesund raus. Wieso nicht? Die Boxen sind alle behindert. Wer soll dich behindert boxen? Unsere Goldstücke. Nein, ich beschütze dich. Glaub mir, mach dir keine Sorgen. Ich küsse dein Herz. Bis. Raffi, man hört dich nicht. Alles Gute dir, Raffi, aber man hört dich nicht mehr. Den auch rausschmeißen mit Möge Allah euch irgendwas. Allah nichts zu sagen hier. Allah hat nichts zu sagen. Ich weiß, dass er getrollt hat. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Alle raus, die Allahu Akbar schreiben oder sowas. Alle raus mit dem. Alle raus, die Allahu Akbar schreiben oder sowas. Wie viele sich melden. Komm nochmal, Abu Muawiya. Irfan, du warst doch so extremistisch und so, weißt du? Ich war voll extremistisch. Und ja, aber kannst du ein bisschen Tipps geben, so wie man da reinkommt und so? Ja, ich kann dir ein paar Tipps geben, weißt du, ich erkläre dir, wie man da reinkommt und so. Irgendwann so Tipps, so ein paar Kontakte, falls du noch hast. So. Hörst du mal, Abu Muawiya, du musst ein bisschen Bart kürzen, Bart hier sauber machen, kürzen ein bisschen. Schläfer, weißt du, erst musst du Schläfer werden, dann kannst du was machen. Oh, schlecht, ich hab mir schon Bartroller gekauft und so. Was? Ich hab mir schon Bartroller und so gekauft. Bartroller hast du schon gekauft? Mashallah, mach mal Kamera an, dass ich dich sehen kann. Mach an Kamera. Jihad-Flagge ist auch schon da. Mach an Kamera, komm. Mach an. Mach an Kamera, komm. Jetzt ist er rausgegangen. Junge, was für Feigling, Alter. Was für Feiglinge. Servus, guten Abend. Servus.
Jetzt. Ich will normal mit dir reden, Bro. Normal. Wir reden normal. Wir sind bei der Wiener. Ja? Wie lange noch, aber? Warum wie lange noch? Also, wie lange dauert das noch alles? Also, bis wie viel Jahren willst du das machen? Also, 5 Jahre, 10 Jahre noch? Bis ich für alle Zeiten schlafen gehe. Ja, aber die unterstützen dich oder die Politiker oder irgendwas? Weil du weißt, Österreich zu deinen Kundgebungen haben sie gesagt, er darf nicht in Österreich machen. Wieso? Kann er nicht. Wie konnte ich dann trotzdem Kundgebung in Wien machen? Aber nicht mehr, weil die, schau, du kannst nachschauen, es gibt auch in YouTube, es gibt auch in TikTok, na, nicht nach, ich sag nur nochmal. Er hat, die Polizisten haben auch gesagt, er darf das nicht hier, und du darfst auch in Deutschland nicht mehr. Die haben die Zirke geschickt, sei ehrlich. Aber sei ehrlich, wissen, schau, ich bin 32 Jahre alt, ich bin kein darf Kind, ich was okay? Sagen? Darf ich was sagen? Ja, bitte. Was irgendein Polizist gesagt hat, wenn er es überhaupt gesagt hat, das interessiert mich. Hat er. Wer, ey, wir leben nicht in Türkei, wir leben nicht in Schwarzafrika, wo irgendein Polizist was zu sagen hat. Ein Polizist hat nichts zu melden, der hat seine scheiß Arbeit zu machen, gar nichts. Kundgebungen sind nicht verboten, können auch nicht verboten werden. Und wie man gesehen hat, haben wir in Wien Favoriten eine gemacht. Und es gibt kein Verbot der Kundgebung, es wird aber, auch nichts geben. Und selbst wenn Verbot kommt, mache ich trotzdem weiter. Ja, aber wie willst du weitermachen, wenn sie sagen, du darfst nicht? Wie willst du weitermachen? Sie können es nicht verbieten, wir leben in keiner scheiß Diktatur, man darf Kundgebungen. Aber du machst das anders, deswegen, du machst schon mal, schau, wenigstens anders, wenigstens nicht wie Deutschland, schau, es gibt, hör, schau. Tut mir leid, Yasin, aber ich kann dir nicht zuhören, ja, dein 32 und du bist Wiener und dein Deutsch ist Katastrophe. Dein Deutsch ist wie mein Chinesisch, so ist dein Deutsch. Und du, dazu redest du nur Schwachsinn. Findest irgendein Schwachsinn. Hallo? Hallo? Oh Mann, Alter, was sind das für Leute hier überall? Danke an alle Zuschauer, danke an alle Unterstützer. Hey, kann man mich hören? Hey, ja, man hört dich. Ja, ich kann leider nicht so laut reden. Warum nicht? Weil alle hier schlafen, tut mir leid. Ich habe einige Fragen. Du bist gerade in JVA-Gemeinschaftszelle, alle schlafen, oder? Du darfst nicht laut reden. Ja, leider, das kann gut sein, ja. Kann gut sein. Ja, bist du in deinem Schlafsaal? Wie viele Leute schlafen bei dir? Lebst du in deinem Schlafsaal? Zwei. Wenn ich zu leise bin, dann sag mir einfach Bescheid, dann rede ich ein bisschen lauter. Hast du 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung, dass du in kein anderes Zimmer gehen kannst? Tut mir leid. Also erstmal Respekt dafür, dass du, also ich möchte dir ungern Respekt zeigen, aber 950 Zuschauer und du hast nur gestern deinen Account gemacht, schon krass. Also das können nicht viele schaffen, denke ich. Das ist schon sehr interessant. Tja. Ich wollte dich fragen, ja, deine Position, die kenne ich ja zum Teil. Wie unterscheiden sie sich von der NPD? Ich frage dich deshalb, weil die NPD ist gegen die. Wie unterscheiden deine Position sich von der NPD? Die NPD, sie spricht gegen die Islamisierung und die Überfremdung, ja? Sie spricht gegen die Islamisierung und die Überfremdung. Ich kann dir ein paar Sachen abkürzen. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Abkürzung. Ich sage dir kurz Unterscheidung. Ich habe vorhin gesagt, jeder kann Deutscher werden, auch wenn seine Wurzeln nicht in Deutschland liegen und er hier nicht geboren ist. Die NPD ist völkisch und für sie kann man nicht Deutscher werden, sondern man ist als Deutscher geboren und man wird kein Deutscher. Ihr Argument, ein Pferd kann, nur weil es wenn eine Kuh im Pferdestall geboren wird, dann ist es kein Pferd. Und das ist ein Nazi-Argument. Ja, hör doch mal zu, du Ungeduldiger. Ich sag dir gerade die Argumentation der NPD und diese Ansicht, dass das, was habe ich vorhin gesagt? Ich sag, jeder kann, du kannst Türke sein, du kannst Araber sein, wenn du dich assimilierst, ja, und dich vom Islam, den Islam ablegst, dich assimilierst
und sagst, ich kann mich damit identifizieren und Deutscher und ich will Deutscher werden, dann wirst du Deutscher und ich schließe dich nicht aus, weil du Araber oder Türke ursprünglich bist. Weil kannst du ja auch nicht tun. Weißt du, warum du das nicht tun kannst? Weil du dich hier dann selbst ausschließen würdest. Es ist dir dann, es geht ja nur um dich selbst hier gerade. Das ich habe dir gerade deine Frage beantwortet und du hast Blödsinn geredet darauf. Ich habe dir die Frage beantwortet und einen zentralen Unterschied zwischen mir und NPD Gedankengut. Du Pitch. Warte ab. Warte ab. Warte. Alles mit Geduld, mein Bruder. Alles mit Geduld. Was willst du gegen die ganzen Ausländer machen? Ne? Was willst du gegen die ganzen Ausländer machen, die Arbeitgeber sind? Die Millionen verdienen. Wer bist du? Wen kriegst du? Was willst du machen? Erzähl mir mal, was willst du machen? Was ist deine Mission? Was ist deine Mission? Erst einmal geht's nicht allgemein um. Kick mich raus! Nein, du bleibst drin. Ich hab dich jetzt erwischt. Jetzt bleibst du drin und jetzt musst du mir zuhören. Ich kick dich nicht raus. Willkommen in der verbalen Folterkammer. Es gibt kein Entkommen. Also, ich rede nicht allgemein von Ausländern, sondern von radikalen Moslems und von nicht integriert. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Und jetzt ist er extra rausgegangen. Und nicht und Migranten, die nicht integrierbar sind, um die geht's. Und was ich mit denen, die können Milliarden verdienen, wir scheißen auf das Geld. Wer hier nicht hinpasst, und illegal ist oder in sonstiger Form ein Problem darstellt, wird abgeschoben. Staatsbürgerschaft aberkannt, abgeschoben und aus die Maus. Danke, Huhu. Vielen Dank auch an alle anderen Unterstützer. PC, ja. Darf ich dich fragen, was dein Problem ist? Mahmoud! Du hast selber einen Migrationshintergrund. Was ist dein Problem? Mahmoud, 47er! Was ist dein Problem? Was ist denn dein Problem? Was hast du gegen Migranten? Du bist selber Migrant. Tut er mir eher noch Deutscher, Digga. Dein Name gefällt mir nicht. Allein für den Namen bekommst du eine Abschiebung. Du bist ein Achus-Schar-Mutter, das bist du. Warum du beleidigen, Mutter? Du weißt doch selber, Irfan. Arfan ist ein arabischer Name. Arfan! Du bist ein Munafiq, das bist du. Munafiq! Yalla, Arfan! Du bist ein Heuchler. Wallahi. Wallahi, Heuchler. Bist du, Wallah, du bist bei den Deutschen deswegen. Bei den Deutschen nur für Geld. Alles für Geld. Jo, ich schwöre bei Allah sogar. Warum rede ich nur mit einem V-Mann? Du V-Mann. Weil du heißt Mahmoud. Und ein bisschen dumm im Kopf, Mahmoud. Und du bist V-Mann. Ja, V-Mann. Mit Stolz und alle Moslems sind drauf. Mit Stolz ein V-Mann. Ich schwöre auf Gott, wie kann man mit Stolz ein V-Mann sein? Merk dir eins, Stefan. In meinem Lebenslauf steht fett V-Mann. Merk dir eins, V-Mann. Oh Mann, der Staat wird dich bald selber aufnehmen. Ich hasse den Verräter, aber liebe den Verrat. Merk dir das. Ich liebe den Verrat und liebe den Verräter. Wie ich gefeiert wurde. Ich denke oft zurück an meine V-Mann-Zeit. Eine wunderschöne Zeit. Aber warte mal, was ist das? Ich hab jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich hab mal eine ernst gemeinte Frage. Radikale Moslems hinter Gitter gebracht, gewaltbereite Moslems. Ich hab mal eine Frage. Was hast du dein Problem mit dem Islam? JVA-Siegel. JVA in Frankfurt. Wallah, Tariq, Mbak Tariq. Oh, Mann, war das schön. Hinter Gitter, Moslem hinter Gitter, wegen Patchy V, Mann. Wallah, ich komm. Mit Stolz komm ich sogar in Habs, wenn du willst. Was? Wenn du willst, schick mich in Habs, ich gebe mich stolz ein. Wo schicke ich dich? In Habs, in Knast. Habs? Habs? Was ist Habs? Da, wo du mal drinne warst. Habs? Irfan, ich habe mal eine Frage. Was ist dein Problem mit dem Islam? Das interessiert mich voll. Das wirst du erfahren, wenn du hinter Gittern bist. Verzieh dich. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr normal. Wie viele Anfragen? 21 Anfragen.
Sie können nicht genug bekommen, diese Sadomasochisten. Diese Sadomasochisten können nicht genug Erniedrigung bekommen. Herbst. Ey, du Verräter. Warst du auch in Herbst? Was denn Nee, Herbst? ich war bei dir zu Hause. Wo zu Hause warst du? Ja, bei deiner Mutter. Lustig, Maschallah. du musst abgeschoben werden in Deutschland, du Maschallah. Kleiner. Maschallah, islamische Woher kommst du? Benehmungssünde hier. Woher ich komme? Ja, du suchst extra. Guck mal, weißt du, was du machst? Du machst extra Komm. Dings Hetze, damit. Was? Hetze, Ja, mach Hüpfe, doch. Hass und Hetze? Hetze. Mach ich Hass und Hetze? Bell mal. Mach mal Wuff. Mach Sag doch das Wuff. deiner Mama. Sag das doch deiner Mama, dass sie ein Mach mal bisschen Luft. Platz. Mach Platz. Was Platz? Mach Platz. So sind sie. So sind sie die Goldstücke, die Moslem-Migranten. So sind sie. Alle sagen dasselbe. Nicht mal bei Beleidigen sind die kreativ, sondern nur Mama, Mutter, 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 Mutter. Hallo Ismo. Hallo. Nicht mal beim Beleidigen sind sie kreativ. Selbst da sind sie nur einfältig und dumm. Sonst nichts. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, siehst du ja. Weiter? Wann ist die nächste Kundgebung mit Stützberger? Weiß man noch nicht. Weiter? Ja, dann gucke ich weiter. Alles klar, guck weiter. Viel Spaß beim Gucken. Irgendwann kommt der Falsche. Irgendwann, irgendwann, irgendwann. Irgendwann, irgendwann kommt der Moslem, der sich was traut. Irgendwann, in 200 Jahren. Aber irgendwann, irgendwann. Irgendwann, irgendwann. Ja, richtig. Irgendwann kommt er. Und dann? Ja. Ja, und dann? Guck mal, bist du schon mal jemanden so auf der Straße? Mal so zu einem so. Was? Auf jeden Fall würden sie dir zwei Zähne raushauen. Zwei Zähne. Ne? Nur zwei Zähne. Guck Aber mal, bleiben noch privat. viele übrig. Viele bleiben Hä? dann noch übrig. Also Such dir aus, welche Zähne. zwei Zähne. Kein Ja, kannst du einzigen aussuchen, Zahn. welche von beiden Zähnen. Keinen einzigen Zahn und jeder, der nur die Hand erhebt, diese Hand wird Wenn du brechen. willst, auch drei oder vier. Schau mal, du hörst dich an wie ein übergewichtiger, schwerer Alkoholiker oder wie ein dicker Libanese, der ganzen Tag nur Du im Laberkopf, Shisha mach das. nuckelt. Du bist gar nichts. Du hörst dich schon todkrank an. Hörst dich an wie ein Dickmops. Und redest hier von irgendwelchen Drohungen und Zähne. Wahrscheinlich hast du vergammelte Zähne. Ja, Bist du ganz genau. neidisch auf diese Komm mal privat rüber. Komm schönen mal 1 und 2 draußen. Zähne. Guck mal, ja, Draußen. alles perfekt. Komm den Nicht so Leuten mal vergammelt und draußen rüber. verschimmelt wie bei Das dir. kannst Man du hört nie ja machen. schon. Man hört Sitz ja schon, deine dass du auf dem Stuhl vergammelte und. Zähne hast. Komm, geh weg. Mit kaputten Zähnen. Junkie mit kaputten Zähnen. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut. Warum fragst du nicht, wie es mir geht? Darum, weil ich dich nicht kennenlernen will, das ist eine Diskussion. Wenn du was zu sagen hast, sag. Ich wollte dich fragen, wann ihr nach Hannover kommt. Hannover? Ja. Weiß ich nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ja, bitte kommt mal nach Hannover. Und dann? Ja, und dann, ja, kommt doch einfach hin. Du unterstützt es. Wie bitte? Du unterstützt es.
Wie, was unterstütze ich eure Demos dort? Ja. Oder was Nein, meinst ich du? Bin Muslim, Alhamdulillah. Nach Hannover kommen, ja und dann? Ja, nichts, kommt doch einfach hier hin. Wir werden kommen. Und dann? Und dann? Kommst Aber, du dann auch ey, mit Kopftuch? Irfan. Wir lernen einen schönen Christen und du tust Kopftuch runter, konvertierst in Christentum und wirst seine Frau. Willst du? Allahu Akbar. Irfan, wann machst du endlich wieder Urlaub in Sanjak? Was passiert da? Nicht, ich frag dich doch nur. Ich frag. Kein Bedarf, einen Urlaub in einem verschmutzten Ort zu machen. Es gibt viele schöne Orte. Ich bin lieber an anderen Orten, nicht an islamisierten, verschmutzten Orten mit lauter Burkas und Bärtigen. Alles klar, tamam. Tamam. Ja. Noch eine Frage? Allah ist der Größte. Allah ist der Größte? Echt? Allah hat den Größten? Okay. Ja, na klar. Aha, okay. Und das gefällt dir, oder? Das gefällt dir, dass Allah den Größten hat. Okay. Das sind so Kopftuchmädchen, die mir dann Nachrichten schreiben und kennenlernen wollen. Genau solche. Die schreiben Nachrichten und wollen kennenlernen. Ohne Witz, ich sag's euch. Muslim so, ich würde dich gern kennenlernen. Ja, so, ich muss dich nur vom Islam überzeugen und dann könnten wir heiraten. Solche sind es. Kopftuchmädchen, die kennenlernen wollen und so tun. So. Ich kenne die Masche schon. Die Masche ist mir bekannt. Hallo? Hi. Eine Frage, hast du eigentlich so albanische Kumpels? Ja, hab ich. Bruder, du heißt einfach Pezi mit Nachnamen. Und? Ja, was ist denn? Bruder, das heißt Schwanz auf Albanisch, Mann. Das heißt nicht so, Alter. Hör auf zu lügen. Ein Albaner, der die Sprache sehr gut kennt, hat genau erklärt, was es heißt. Und das heißt nicht so. Und es gibt so viele Albaner mit diesen Nachnamen. Und das heißt nicht so. Also hört auf zu lügen und jetzt nicht hier zu erfinden. Und selbst wenn es so wäre, aber es heißt doch nicht so. Hallo, mein Freund. Ich brauche Auszeit, Alter. Ich habe locker bestimmt 50 Leute oder sowas. Komm, Leute, jetzt machen wir ihn fertig hier. Ist mir egal, was du gemacht hast, Alter. Glaubst du, mich interessiert deine Geschichte? Bei Aufholen kannst du dich bei jemand anderem, ja? Deine gleichgesinnten Goldstücke habe ich zerlegt, Mann. Deine gleichgesinnten Goldstücke. Küss einmal diese Flagge hier, ja? Küss einmal diese Flagge hier. Komm. Und dann darfst du die Hand küssen, mein kleiner Hassredner. Kannst mein Bild. Jetzt ehrlich. Ganz ehrlich, du bist eigentlich insgeheim extrem traurig, oder? Stimmt das? Ich bin glücklicher als ihr alle zusammen, Mann. Bruder, ich bin sehr, sehr glücklich, Alter. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe neu gefundene albanische Freunde, ja. Ich habe nicht so viele Hater wie du. Hört euch das an, er ist glücklicher als albanische Freunde. Die Leute werden sich jetzt kaputt lachen, Alter. Glaubst du, die Deutschen sind deine Freunde? Die nützen dich nur aus, mein Freund. Ich will zwar nicht. Sie zensieren mich, sie bedrohen mich. Ja, und Hesslerhan gibt dir wortwörtlich die Plattform zu. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Und sie werden es nicht schaffen. Ich werde weitermachen. Und dank eurer Unterstützung kann ich auch weitermachen. Danke, Gartenzwerg. Dank eurer Unterstützung. Leute, kommt, lasst uns nicht verlieren. Leute, lasst uns nicht verlieren. Ich werde weitermachen und ich werde. Da läuft unter Polizeischutz, ja. Ich laufe gar nicht unter Polizeischutz, Alter. Ich laufe in Wien frei herum. Ich brauche keinen Kack-Polizeischutz. Ich kann mich selbst wehren, Alter. Und keiner von euch hat jemals was versucht. Also labert nicht so viel. Leute, 10 Sekunden, Leute. Wer snipt das noch weg, Leute? Danke, Jenny. Ah, die Jenny schon wieder. Leute, snipe, Leute. Pow, 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 pow. Nix da. Ah, ja.
Also Leute, ihr könnt nichts machen, Mann. Ihr könnt versuchen, aber ihr könnt mich nicht mundtot Warte, machen. Diese Runde. Muss kurz niesen. Tja. War schon tot. Schaut dich hin an. Sie versuchen mich mit allen Mitteln wegzubekommen, ja, so dass sie mich nur melden, bedrohen und so weiter, weil sie es Sind nicht wieder mit da. mir aufnehmen können. Danke, danke, Gesundheit, danke. Sie können es nicht mit mir aufnehmen und deswegen bleibt Ihnen als letztes Mittel, mich ungerechtfertigterweise wegen angeblicher Hassrede zu melden. Welche Hassrede, Mann? Ich engagiere mich gegen den Hass. Ich bin gegen Hass. Eure Religion ist voll Nein, Hass. Johann, du verstehst das nicht. Weißt du, welchen Teil du nicht verstehst? Du nimmst so einen klitzekleinen Prozentual, eine kleine, wie soll ich sagen, Sample, ein kleines. Er kann nicht mal Deutsch reden. Wie soll ich sagen? Sample, Sample. Nicht mal Deutsch kann Ja, er mir sagen. fällt gerade das englische Wort ein und nicht das deutsche. Schaut dich ihn an, wie befremdet er ist, dass er nur noch auf Ah Englisch ja, ist. weil Englisch so islamisch ist, gell? Boah, jetzt übertreib mal nicht, Alter. Ich bin in Österreich geboren und kenne nicht mal das deutsche Wort für Sample. Überfremdeter, unkultivierter. Uncool. Unkultiviert. Kann Irfan, ich sei mal mal leise, ja. Du sagen. nimmst so einen kleinen Ausschnitt, ja, so einen kleinen Ausschnitt und generalisierst für diese gesamte Menge, ja. So ein kleiner radikaler Ausschnitt, ja, von denen, die wirklich, ja, weggehören, da stimme ich dir zu. Aber ich sage im Gegensatz zu dir nicht, alle sind so, ja. Das ist der Unterschied. Das ist der wesentliche Unterschied, okay? Schaut euch seine Kindergartenlogik an, Alter. Was für Kindergartenlogik? Das ist. Sonderschullogik. Ich war noch nie in einer Sonderschule. Ich habe zwei Masterstudiengänge absolviert. Wie viele hast du Ja, absolviert? ja, ja. Master, in was bist du Master, Alter? Mechatronik und Wirtschaft habe ich den Diplom-Ingenieur Sales Management für technische Produkte und Dienstleistungen, Master of Business and Arts, ja? Und du? Ich bin V-Mann. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich bin ausgebildeter V-Mann und Agent. Das bin ich. Okay. Trotzdem generalisierst du von einem kleinen Ausschnitt auf das Gesamte, ja? Als ehemaliger Oh, V-Mann bin danke ich schön. fähiger als du. Ich kann Was ist ein alles. V-Mann, Leute? Ich habe noch nie von einem V-Mann gehört. Ist das Vogelmann oder was? Was machst du denn hier? Streamen? Was? Ich Was hab doch war's, dein Bruder? Herz. Was war's? Du bist Decke doch Löwen, du dein bist küster Herz. Hetziologie. Danke schön. Ich bin Doktor Professor in Hetziologie. Schau, du machst dich selber über dich selbst lustig, Alter. Ich lese Kommentare vor, die lustig sind. Ach so, okay. Du Bitte, der Master. Albaner ist zu 100% Macht auf Deutscher. Ja, Du hast er will halt den den. Master in Albanien gekauft von irgendeinem Korrupten. Ich bin so kurz davor, den Diplom-Ingenieur-Urkunde zu holen, Ja, aber aber das wird mein. TikTok hält dich ab, gell? Islam und das Albaner-Propaganda auf TikTok verbreiten ist wichtiger als dein, was sagst du, Diplom irgendwas? Diplom-Ingenieur, schau mal, was davon gehört. Diplom-Ingenieur. Ja, die Irgendwann angeblichen kann selber nicht Akzent Goldstücke, verlesen, die ist mir auch angeblichen aufgefallen. illegal einreisenden Goldstücke waren auch alles so Diplom-Ingenieure von deinem Kaliber. Danke, Leontine. Wenn du wüsstest. Hört auf dieselben Kommentare tausendmal, ich habe es schon Leute, gesehen, kommt ja. schon aufpassen, Tausende Leute, aufpassen. Kommentare. Habe ich schon Leute, lasst gesagt. mich nicht verlieren, Leute, alle Ich habe mit den gemeinsam. Streams gemacht, alles ist gut, wir verstehen uns gut, alles passt. Miami Johnny, guter Mann. Also. Hier von dafür, dass du Goldstücke nicht so oder überhaupt nicht magst, ja. Danke. Dir ist schon bewusst, dass du den Goldstücken selbst ziemlich ähnelst. Das ist dir schon bewusst. In welcher Form? In welcher Form? In Form von deinem Namen, Herkunft, alles Mögliche. Wir tun Auch nicht aus. deine Religion bis vor Wir sind kurzem. keine Rassisten. Wir schließen Leute nicht aus aufgrund ihres Aussehens oder Herkunft oder Namen.
Wir sind weltoffen, wir nehmen jeden auf. Du musst nur den Islam ablegen und dich assimilieren. Komm Leute, 10 Sekunden, komm, jetzt nur noch 7. Leute, komm schon, Leute, komm schon. Snipe Leute, komm, 3 Sekunden. Snipe Leute, wer snipet das, kommt schon. Ja, 2 Siege. Ich will noch ein paar Siege hier gegen Tesla haben und danach gehe ich hier schlafen. Okay, morgen okay, ist Alter. Ein neuer Tag, voll mit H und H. Der war so schlecht. Aber lustig, dass du das Wort assimilieren sagst und nicht integrieren. Wieso müssen sie gleich komplett assimilieren? Nicht mal ich bin assimiliert, ja? Ja, integrieren ist nur zu schwammig. Jeder denkt, weil er von seinem Teilzeit-Putzjob 2 € Steuern zahlt, dass er jetzt integriert ist. Meine Mutter ist auch integriert. Die putzt Toilette. Die putzt Toilette, meine Anne, die ist auch integriert, weil sie 2 Euro. Nein, warte, jetzt hast du dich, jetzt bist du ein 2 Euro Steuergeld. Was hast du gegen die Menschen, die Toiletten putzen, ja? Macht das ein Deutscher? Das wollen ja die Deutschen selber nicht mal machen, ja? Sollen sie auch nicht. Seid froh, dass es diese Leute gibt, die Ausländer Toiletten da. Putzen. Wenigstens das können sie aus Dankbarkeit machen, unsere Toiletten. Wow, oh mein Gott. Was, wenn ein Deutscher zu dir herkommt und sagt, du bist nichts mehr wert, als unsere Toiletten zu putzen, jetzt wo alle Goldstücke, weil so wirst du dann selber degradiert, ja? Brauchst nicht glauben, dass du irgendwie Verbündeter wärst von den Deutschen, ja? Ich bin selbst Deutscher, ich bin kein Ausländer, ich bin Deutscher. In deren Augen bist du trotzdem Ausländer. Sogar der Youssef ist. Oh Gott, wie er die Grundprinzipien nicht versteht. Und dann macht er sich über Toilettenputzer lustig. Über was wirst du dich als nächstes lustig machen? Über Kassierer? Über Leute, die über Bäcker? Was? Diese Berufe braucht man, ja. Willst du deine Toilette lieber sauber bei der Arbeit? Warte, du arbeitest ja nicht, aber falls du arbeiten würdest in einem Büro, da hättest du doch lieber eine saubere Toilette, ja? Wieso machst du dich über Toilettenpersonal lustig? Du hörst dich an wie so ein Quotenmigrant bei der SPÖ oder bei so anderen Sozialdemokraten. So hörst du dich an. Worauf ich hinaus will, ja, ist, solange sie einen Job haben, ist doch scheißegal, welche Religion sie ausüben, privat. Ich kacke auf ihren Job, Mann. Wir brauchen ihre Jobs nicht. Es gibt genug andere. Ja, dann will ich die Deutschen sehen, selber sehen, wie sie Toiletten putzen. Ja, das einzige Problem bei den Deutschen war, die waren sich ja zu fein, um solche Sachen zu machen. In Korea ist sich keiner fein. Da ist von Toilettenputzer bis zum CEO sind das alles Koreaner, ja? Aber die Deutschen sind sich ja zu fein, um solche Arbeiten zu machen. Dann geh zurück nach Korea, wenn es so toll ist. Habe ich gesagt, dass es in Korea in irgendeiner Form besser ist? Ja, hast du ihn. Oh, Leno Nelson, danke schön. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, die Deutschen sind sich zu fein für solche Arbeiten. Und das stimmt auch. Boah, wie er gleich immer mit geht zurück nach Korea kommt, Alter. Ich liebe es in Österreich. Ja, du liebst nur die Vorteile, du Goldstück, du koreanisches Goldstück. Ich liebe nur die Vorteile, okay. Koreanische Goldstück. Erstens, jeder Mensch liebt die Vorteile. Danke, Karl Franz. Bester Mann, danke dir. Genau, wenn ihr von das, was ihr jetzt macht, nicht machen würdet, wäre er selber wahrscheinlich Toilettenputzer oder Obstverkäufer oder sowas. Ich bin maturiert, habe 2 Masterabschlüsse, ja, also sei mal leise hier, ja. Danke. Okay, ja, ich wurde gesperrt. Ganz viel Liebe von einem lieben Leser. Dankeschön, Herr Geist. Die Jobs können erst einmal, das können die Deutschen selbst machen und können oder sie die leicht, sind sie zu fein dafür. Leicht integrierbare mal 2 Leute. Leicht integrierbare europäische Migranten. Ja, das können Osteuropäer machen. Das können alle, die Bedarf danach haben und den Job brauchen und das Geld brauchen können. Dazu müssen wir uns nicht integrierbare nahöstliche Völker und Orientale ins Land holen. Oder Afrikaner oder sowas. Verstehst du? Ist das nicht egal, aus welchem Land? Hast du nicht vor 2 Minuten gesagt, es ist egal, aus welchem Land, wir akzeptieren alles, Angebot solange sie nicht assimilieren. Regelt alles. Angebot und Nachfrage regelt alles. Ganz das Land, du hast 100% recht, wir sind alle Menschen, ich weiß eh. Der liebe Irfan hat das nur leider vergessen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir lieben uns alle.
Wir halten uns jetzt alle an den Händen und singen und singen und lieben uns und wir sind alle eins. Wir sind alle Menschen. Hör auf mit diesem Gutmenschen-Gesülze, Alter. Du weißt ganz genau, wie unrealistisch so ein Scheiß ist. Leute, 15 Sekunden noch. Komm schon, nehmen wir seine zwei Siege, dann hält er mal den Mund und dann ist er mal, kommt er mal auf den Boden der Tatsachen zurück, Leute. Kommt schon. Danke, Jenny. Ja, wieder, danke, Jenny. Danke, Karl Franz. Vielen, vielen Dank. Danke euch. So, wieder Sieg. Willst du, wie viele Niederlagen in Folge willst du? Wir werden uns das. Was? Er hängt mal wieder. Ja. Sein Schrott-Internet hängt mal wieder. Ja, genau, sagt er, der zum Mars reisen will. Mars. Leute, häng ich? Ja, du hängst im Kopf, im Chat und im Kopf hängst du auch ein bisschen. Leute, bin ich wieder da? Hallo, hallo, hallo. Ja, der hat eh nur diese eine Supporterin, diese Jenny, ja. Wahrscheinlich so eine 40 Jahre alte Frau, die alleine mit ihren Katzen zu Hause lebt und ein unerfülltes Leben führt, ja. Und dann denkt. Auf zu beleidigen, sonst beleidige ich deine Unterstützer. Und die Hetzkampagnen gegen und unterstützt, ja. Jetzt müssen die Albaner Münzen einwerfen, damit er weiterläuft. Münze, Münze, rein, 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 dass das Maskottchen Tesla Han aus Nordkorea weiterläuft. Leute, kommt schon. Noch Münze reinwerfen. Maskottchen aus Korea muss weiterlaufen. Maskottchen aha, mit großer Sonnenbrille. Aha, und du hast nur die deine Jenny, ja, ganz genau. Ja, sie reicht gegen dich, da siehst du mal, wie schwach ihr seid. Du Frauenhasser. Du bist ein Frauenhasser. Ah, jetzt bin ich der Frauenhasser. Ah, so, wieder analysieren. Deine Realität ist ganz schön verzerrt. Sufjan schreibt, lass treffen, sag mir das ins Gesicht. Sufjan, du Opfer. Ey, selber Ausländer und dachte über Ausländer. Ja, wirklich, hat Tesla hat wirklich zwei Master, wieso ist er dann ständig auf dich? Er hat Master in TikTok, er hat Master in Matches machen. Jetzt schreibt Sufjan, komm mal nach Nürtingen. Wohnt irgendwo im Schwabenland und tut auf Gangster. Der geschrieben hat, ständig auf TikTok, der weiß ja wahrscheinlich gar nicht, wie oft ich auf TikTok bin. Tatsächlich bin ich ziemlich selten. Mein Name ist Sufjan. Sufjan, komm mal nach Nürtingen. Komm mal nach Nürtingen. Komm mal nach Nürtingen. Ja, Nürtingen ist eh voll mit Goldstücken. Tesla, lass dir das nicht gefallen. Leute, ich brauche Argumente, Leute. Wenn ihr ballert, Leute, kommt schon. Ja, ich komme nach Hannover. Wenn du dir das Kopftuch runterreißt, dann komme ich nach Hannover. Lass die doch ihre Kopftücher tragen. Was hast du gegen Kopftücher, mein Gott? Du bist so nein, voller nein, Hass. Du bist so hasserfüllt. Das ist unglaublich, Alter. Unglaublich. Ja, du würdest sogar eine mit Kopftuch heiraten. So schaust du aus. Und wenn ich das würde, ist das ein Problem? Oh Gott, wenn ich das würde. Alter, du bist ja so ein hasserfüllter Mensch. Als ob Kopftücher jetzt so schlimm sind, Alter. Ganz komm ehrlich. Komm, 10. Bezirk, ich leg dich schlafen. Ganz ehrlich, Alter. Kannst dich von deiner Mama schlafen lassen. Kannst dich von deiner Mama schlafen legen lassen. In diesem ekligen 10. Bezirk, was voll ist, Alter. Alle stehen hinter Tesla Han. Ja, dann komm schon, dann ballert's mal, ja. Leute, ich gehe nicht auf seine Familie. Ich gehe nicht auf seine Familie. Es ist eine Sache zwischen mir und ihm. Es, danke schön, es. Jetzt schreibt sie, rufe mein Vater, er wird dich... Sarah, danke schön, ich folge dir. Papa, Papa, er hat mich beleidigt bei TikTok. Papa, Papa, komm mal her. Vor kurzem selbst hast du über Muslime fertig gemacht, habe ich nicht. Jetzt ruft sie... Er hat mich auf TikTok beleidigt. Leute, aufpassen, die Jenny knallt wieder am Ende, Leute, aufpassen. Alle ballern, Leute. Ballert euch euren Schädel voll.
ballert. Leute, alle ballern, Leute, kommt schon. Kann jemand ein Ferrari ballern? Kann jemand ein Ferrari? Ich küsse auch alle, jede Stelle, wie ihr wollt, für Ferrari. Sei mal leise, ja. Schick Ferrari. Du kaputter Mensch, Alter, du kaputter Mensch, Alter. Für verhalte Ferrari, dich mal dein Alter entsprechend. Ich küsse euer Herz, dich mal dein Alter entsprechend, ja. Alles ich küssen für Ferrari. Für Ferrari, ich bin bereit, alles zu küssen. Schau, wie er sich, wie ein Kleinkind wäre. Du verhältst dich wie ein Sonderschüler. Oh, Leute, 20 Sekunden. Ist dir das bewusst? Wir machen ihn fertig. Leute, ich gehe nicht auf seine Familie, ich mach das nicht. Komm, Leute, ich begebe mich nicht auf sein Niveau, Leute. Ich begebe mich nicht auf sein Niveau, Leute. 10 Sekunden, Leute, komm schon. 7 Sekunden, komm, es muss was kommen. Ja, nein, ja. So wie er sich gefreut hat. Karl, Franz und Jenny, beste Unterstützer. Türkman, danke schön. Franz und Jenny. Oh, Türkman hat zu spät, sonst hätte ich gewonnen. Türkman, ich folge dir. Türkman hat zu spät, sonst hätte ich gewonnen. Türkman, ich folge dir, Türkman. Ja, lass. Ich küsse deine Türkman. Hör auf, die Supporter zu beleidigen. Hör auf, die Supporter zu beleidigen. Irfan, komm jetzt. Red mal wieder mit Niveau, oder? Schau, du regst dich auf über das Niveau, über das niedrige Niveau von deinen Zuschauern oder von denen, die dich haten. Türkman! Schau, was du machst. Okay, jetzt machen wir mit Niveau. Türkman, ich küsse den Sucuk für eine Ferrari. Als ob du dasselbe nicht zu der, Alter, als ob du dasselbe nicht zu der Dings sagst. Zu der Sarah oder wie die auch heißt. Türkman, der Slan küsst deinen Sucuk. Komm schon, lass ihn auseinandernehmen, Leute. Kommt ja nicht mutig. Lass ihn auseinandernehmen, Leute. Lass ihn auseinandernehmen. Eine Leute, jeder der Rose damit mal zwei kommt, Leute. Kommt schon, diese Runde, er hat 4 Siege, Leute. Lass ihn auseinandernehmen. Türkman, leider ein bisschen zu spät. Er küsst Sucuk für Ferrari. Er küsst jeden von euch euren Sucuk für Ferrari. Herr, du küsst gleich meinen Sucuk, Alter. Du bist mein Stiefsohn, Alter. Grauer, Irfan. Irfan der Graue, Tashif Sharab. Er denkt, er ist Deutscher. Er denkt schon lange, er ist Deutscher. Er denkt schon lange, er ist Bio-Deutscher. Und dann früher oder später schaut er sich in den Spiegel und denkt, sieht, oh, ich bin doch nicht so deutsch, wie ich dachte. Das wird passieren. Das wird passieren. Was steht bei dir? Win? 0. Bei mir 4. Schau, was für ein Loser du bist. Du wirst sehen, was passiert. Du wirst sehen jetzt in der Runde. Türkman, ich küsse dein Sucuk. Jetzt hat der Ferrari bekommen, jetzt wird Sucuk geküsst. Bravo. Bravo, jetzt wird Sucuk geküsst. Wo sind deine Supporter jetzt? Bist du deppert, ich küsse dein Herz, Türkman. Bist du deppert, ich küsse dein Sucuk. Schau, wie neidisch jetzt, ey. Er hat gemerkt, dass er doch nicht so blond ist, wie er dachte. Leute, wir machen. Oh mein Gott, schau, ich habe Screenshot gemacht. Meine Unterstützer werden das noch drehen. Werden sie machen. Bruder, ich habe das Geschenk. Will unbedingt, dass dein Sucuk geküsst wird. Bist du deppert, Alter? Sucuk, er will, dass sein Sucuk geküsst wird und deswegen. Wir fahren. Hat Ferrari bekommen. Siehst du, wie der Teufel antwortet, wenn du deine Seele anbietest für Ferrari, sofort was kommt der Teufel. Seele anbieten, er wollte dich einfach verlieren sehen, er wollte einfach deine 4 Siege nicht mehr sehen, damit du einmal verzweifelst, Alter. Und genauso passiert das. Halal, du küssen für Ferrari. Der Teufel hat sofort. Türkman, ich bin dir gefolgt. Komm, Baden-Württemberg. Er wollte dich einfach verlieren sehen. Und ganz ehrlich, du wirst auch verlieren. Deine Leute können nur so kleine Sachen ballern. So 2.000, 3.000. Mehr können sie eh nicht ballern, Alter. Leute, 330 Zuschauer alle mal durchfallen. Irfan ist eine verlorene Seele. Irfan, komm nach Sanjak. Das stimmt. Weißt du? Ferrari Han, ab jetzt nenne ich dich, oder Sucuk Han. Sucuk Han. Nenn mich Albaner Han. Ich nenne dich Sucuk Han. Sag einmal, Sucuk Han, die verlorene Seele, die jeden Sucuk küsst für Ferrari. Ich
Leute aufpassen, schaut diese Jenny schon wieder. Leute aufpassen, sie kommen. Leute, lasst uns diese Flieger weggehen. Schaut diese Jenny schon wieder. Ah, jetzt Leute, wo küsst du die Jenny? Genau so, Alter. Was hab ich da gehört? Komm, Leute, aufholen, ja. Leute, wir kommen, aufholen, Leute, ja. Die kommen wieder, Leute, aufpassen. Sucuk Khan, sein Mund stopfen wir mit Sucuk. Okay, Karl Franz. Karl Franz und Jenny, beste Unterstützer. Franz und Jenny, Alter, schaut sie den Namen an, Alter. Richtig schöne Namen. So richtige Allmann-Name, so richtige Allmann-Name. Leute, komm schon, lass mich nicht verlieren. Lass mich nicht verlieren. Karl Franz, das ist ein schöner deutscher Name. Karl Franz. Und dann. Mahmoud, Mohammed. Na, warte. Ali. Ich glaube, er hat selber vergessen, wie er selber heißt, ja? Karl Franz, Josef, und dann kommt dann ihr Franz, oh, ihr verpasst nicht gut dazu. Oh, ihr verpasst auch nicht gut dazu. Karl Franz ist der King. Jenny ist die Königin. Jenny ist die Königin und Karl Franz ist der King. Komm, Leute, das drehen wir, 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 das drehen wir. Jo, Türkmen! Jo! Jo! Danke, danke, Karl Franz, danke, Jenny, vielen, vielen Dank, Jenny, vielen Dank, Karl Franz. Alle Herztürkmen im Chat, Leute. Alle Herztürkmen im Chat. Na, Jenny. Na, Jenny. Irgendwann ist mad. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er und sein Karl und sein Franz. Oh, Türkmen. Oh mein Gott. Bruder, was machst du da? Was redest du? Bruder, was machst du da? Er kriegt einen Sujuk nach dem anderen. Schaut euch ihn an. Schaut, wie der Teufel freimütig ist. Was machst du da, Türkmen? Türkmen King! Türkmen King! Wie der Teufel, ich küsse dein Herz, Türkmen! Oh mein Gott! Leute, ich mache Screenaufnahme dieses Stream. Leute, ich muss da ein paar Screen. Hör auf mit deinem scheiß Screen. Genau, Ladislav. Vielen Dank, Ladislav. Komm nach Frankfurt, es gibt genug Kroaten und Serben, die dir hier helfen. Weißt, diese kleinen Kinder denken immer so, hey, Frankfurt gehört uns, komm hier hin, komm dorthin. Komm hier hin, komm dorthin. Unterstützen, Mann. Glaubt ihr, ich habe Angst vor euch oder was? Kleinkinder, nicht mal alleine, als ich alleine auf Kundgebung war, habt ihr euch getraut. Geschweige denn, wenn ich Serben oder Kroaten oder auch andere rufen würde, die mich schützen und die mir helfen und so. Ihr hättet keine Chance, Mann, Alter. Ihr werdet so klein, werdet ihr. Wie euer Sucuk werdet ihr klein. Seid gar nichts, Mann. Komm hier hin, komm dorthin. Da steht dann irgendwelche ein kleiner Haufen von fünf kleinen Dings. Ich lebe null unter Polizeischutz. Ich habe überhaupt keinen Polizeischutz oder sonst irgendwas. Ich brauche keinen Polizeischutz. Ich kann mich selbst beschützen und habe genug Leute hinter mir. Ich brauche keinen Polizeischutz. Leute, alle tippen. Also Leute, hört auf, so braucht euch nichts einbilden, ihr seid gar nichts, Mann. Nichts seid ihr. Komm Leute, jetzt verpassen wir ein paar Niederlagen. Es steht wieder 0-0. Leute, kommt schon, alle gemeinsam. Es ist so anstrengend, ich weiß eh, Türkmen, Big Türkmen. Anstrengend. Komm nach Pristina, komm nach. Schau, ich mach sogar für die Türken. Ja, er macht alles. Alles. Sei mal leise, ja. Leute, wartet auf mal zwei. Egal, im Moment konvertieren so viele Leute Islam wird siegen. Immer mehr Leute gehen raus aus dem Islam. Islam ist die am schnellsten wachsende Religion, ja, nur dass du es so, weißt. Hört euch den Namen mit seinem Halben. Der Islam ist die Religion, wo am meisten Leute austreten. Das ist der Islam.
Also da höre ich was anderes. Nico ist es drin, immer mehr, Andrew es Tate gibt ist immer drin. Mehr Ex-Muslime, Mann. Immer Andrew mehr Tate Ex-Muslime. Die checken, was für ein Schwachsinn diese Religion ist, dass sie null Sinn macht. Bruder, ja, hör auf, allein schon, ein Prophet, ein Religionsgründer, der mit einer Neunjährigen schläft. Puh, Alter. Puh. Auf damit. Ekelhaft. Puh, Alter. Kann man als 52-jähriger Mann mit einer 9-Jährigen schlafen? Bäh! Und wenn das kein Problem ist, dann gibt eure 9-jährige Schwester oder Tochter, gibt sie mal einem 52-jährigen Mann, wenn das kein Problem ist. Du kannst auch nur auf dieser einen Sache rumreiten, oder? Ja, eigenhändig getötet. Jesus hat niemanden getötet. Mohammed, das steht selbst in Hadithen, Mohammed hat eigenhändig Menschen getötet. Mohammed hat Juden enthaupten lassen. Enthaupten. Welcher Prophet Gottes lässt Menschen enthaupten? Leute, lasst sie nicht wieder mit diesen Aussagen, Leute. Alle Mohammed gemeinsam hat, aufpassen aufs Leib. Mohammed hat Frauen versklaven lassen. Lass versklaven. Mal, wisst ihr, was das heißt? Mal die Religion, er hatte selbst du, Sklavinnen. Wie ekel, was für ein ekelhafter Sklavenhalter, was für ein ekelhafter Sklavenhalter muss man sein, um selbst Sklaven zu halten. Wie kann ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes Sklaven halten, Mann? Alter, ekelhaft einfach nur. Danke, Danke. Ja, diese Frauenfeindlichkeit. Mohammed hat gezwungen, oh, dass Türkmen, Millionen... Danke. Mohammed hat gezwungen, dass jetzt Millionen Frauen sich bedecken müssen, ja, sich bedecken müssen und bei 30 Grad... Bei 30 Grad, so. Leute, aufpassen, Leute, aufpassen. So. Ey, hör auf damit, ja, du übertreibst schon langsam deine Rolle. Rebecca war 3 und Isaac war 37. Also, im Christentum ist auch nicht viel besser, ja? Hier, so bei 30 Aber ich Grad. Ich gehe generell nicht auf Religion. Wieso gehst du so hardcore auf Religion? Wieso gehst du so... Grad. Ex-Muslim sein von mir aus, aber wieso gehst du so auf Religion? Man hört mich nicht. Man hört mich nicht. Ich mache nur das, was Mohammed mir befohlen hat. Ich darf mich nicht zeigen. Ich muss schwitzen. Bei 30 Grad unter Burka muss ich schwitzen, weil ich bin eine aufreizende Frau. Männer notgeil und kriegen sofort Vergewaltigungsfantasien. Deswegen ich Leute, aufpassen, Leute, aufpassen. Sie snipen. Aufpassen, wie Jenny will wieder snipen. Ich mache eine Versteckung. Ah. Befreiung! Kopftuch! Weg damit! Komm, Leute, 8 Sekunden. Leute, aufpassen, Leute, aufpassen jetzt. Ernsthaft aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen Leute. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Da kommt nichts mehr. Eine machen wir noch, ist echt spät jetzt langsam. Eine letzte Runde? Ja, machen wir letzte Runde. Okay, letzte Runde, komm. Komm schon, Türkmen, einmal ballern noch, Leute. Ich habe jetzt Screamout. Türkmen, ich küsse Sucuk und noch Halal. Ja, lass Türkmen in Ruhe, ja, lass ihn in Ruhe. Türkmen, yo, danke. Türkmen, Alter. Türkmen, du Krimineller, Alter. Wahrscheinlich ein Krimineller, der sein Schwarzgeld hier wäscht. Türkmen. Lass ihn in Ruhe, ja. Er ist Team Tesla Hahn, Alter. Er ist Team Geldwäsche. Tesla Hahn ist einer der größten Geldwäscher auf TikTok. Ah, jetzt bin ich Geldwäscher, Leute. Schau, ja. So verurteilt der Menschen, ohne irgendwas zu kennen. Jetzt bin ich auf einmal der Geldwäscher, ja. Ich habe noch nie was Kriminelles getan in meinem Leben. Deswegen ballern die so voll mit Geld, um dein Geld Hallo, zu waschen. Hallo, lieber Irfan, darf ich dir was sagen? Da musst du 95% abgeben und 5% kriegst du. Und du ich habe noch nie was Kriminelles getan im Leben. Ich habe unabsichtlich ein Buch da zwischen den eingesteckt gehabt, bin aus dem Laden rausgegangen, war komplett draußen, ich bin alles wieder zurückgegangen und habe das Buch zurückgegeben, ja. Ich habe noch nie was Kriminelles im Leben getan, also sei mal leise, ja. Oh, aber dass du für Nordkorea in Wien spionierst, das ist nicht kriminell. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, als ob dass ich das mache. Dass du ein Spion Nordkoreas bist und jede Woche in die nordkoreanische Botschaft gehst, ist nicht kriminell. Schau, er geht auf Goldstückniveau, Leute, er geht auf Goldstückniveau. Ganz ehrlich, wahrscheinlich bist du der größte Geldwäscher mit deiner Partei, die jetzt nicht ganz koscher ist. Weißt du, wer die größten Verbrecher sind? Politiker, egal welche. Es tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Ja, vor allem die albanischen, das sind die größten. Ja, auch die Deutschen, glaub mir, auch die Deutschen, alle. Auch die Österreichischen, alle sind sie korrupt und haben Leid im Keller.
Politiker. Kim Jong-il sein unehelicher Sohn bist, wer weiß das, der dir dein Masterstudium finanziert hat. Leute, meldet sie nicht, das ist mein Account, ja. Danke, Mustafa. Danke, melden, ich bin über seinen Account drin. Wenn ihr meldet, macht ihr Tesla Hand kaputt. Leute, meldet nicht, das ist mein Account, Leute. Kommt schon. Danke. Komm, Leute, letzte Runde. Leute, alle gemeinsam. Islamischen unehelichen Sohn von Kim Jong-il machen wir fair. Wahrscheinlich war das, als Kim Jong-il eine Muslimin geschwängert hat und das Ergebnis bist du. Von Kim Jong-il und einer Muslimin. Blödsinn grad. Vor allem, komm, du bist der Letzte, der irgendwas über Spion sagen sollte. Du warst der größte Spion aller Zeiten. Ich habe deinen Artikel über dich gelesen. Ich war Spion, ja. Gegen ja, eben. Red nicht von mir, dass ich irgendwie Spion sei. Er denkt, das ist lustig. Ja, voll. Leute, letzte Runde, 2 Minuten noch. Lustiger als ihr alle zusammen. Halt. Ihr seid so einfältig langweilig. Ich helf deine Mutter. Ihr seid so dumm, so einfältig langweilig. Da kommt nichts Neues, immer dieselben dummen Sprüche. Aber Irfan, du nicht. Was sind deine 0815 Aussagen? Islam böse, Islamisten böse, oh. Der Dingswein hat eine Minderjährige geheiratet, das war's. Mehr hast du auch nicht, du streamst nur an einer Seite. Junge, ich hab allein auf YouTube habe ich Streams, hunderte Stunden Streams, wo ich auf so viele verschiedene Aspekte eingehe. Allein auf YouTube hunderte Stunden an Streams. Plus ja, ich und diese ganzen Aspekte überall zusammengefasst geht mit einem Satz, und zwar Islam ist böse. Nein. Mehr hast viel. Du nicht. Mehr hast ja, du nicht. Du kannst alles simplifizieren. Ich kann auch sagen, Tesla Han ist dumm, aber es ist ein bisschen komplizierter. Du bist nicht einfach nur dumm, sondern es ist viel, viel komplizierter. Man kann alles so simpel einfach darstellen. Natürlich ist Islam böse. Aber ich habe hunderte Stunden. Leute, nicht melden, das ist mein Account. Und Islam auseinandernehme. Leute, letzte Minute. Was ist morgen? Dienstag. Morgen wieder TikTok-Livestream. Abonniert den anderen Account, da habe ich 500. Morgen werde ich voll und dann werde folgt ich. Auch alle, folgt auch alle Tesla Hans zweiter wieder Account. Morgen werde ich 2-3 Stunden nur Goldstücke auf TikTok zerlegen. Vielleicht Tesla Hahn, ich schaue mal, wenn ich Bock habe. Aber ansonsten werde ich. Wenn ich Bock habe auf dich, ja. Sei mal leise, ja. Wie vorhin werde ich euch zerstören, auseinandernehmen. Ich nehme euch den ganzen Abend auseinander. Man, aber zu tun, außer mir zuzuhören. Aber irgendwann, ganz kurz, mir gedemütigt, in welchen Account? Masochisten. Komm, Leute, 20 Sekunden. Leute, 20 Sekunden. Oh, Ardit, Alter, stell doch nicht 1 Million Mal dieselbe Frage, Alter. Seid ihr blind? Komm, Leute, 10 Sekunden, auf Volljagd. Leute, schreiben, die arbeiten zusammen. Schaut so aus, als irgendwann und ich zusammenarbeiten. Seid mal leise, ja. Ja, okay, ich geh schlafen. Tschüss. Gute Nacht, Irfan, du hast verloren.